Sind wir bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit. Kamera läuft, der ist ein roter Rahmen, ne? Genau. Roter Rahmen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dumm gefragt. Hallo. Dem Podcast. Dem Podcast aus dem Tal. Genau. Wir haben wieder eure Fragen gesammelt aus der letzten Episode. Ich glaube, es sind nicht die meisten Fragen, die wir bisher hatten, aber es sind einige zusammengekommen. Okay. Ja, weil auch viele unter anderen Videos das Fragen gestellt haben. Ne? Ja, also wir schreiben dann hin für dumm gefragt. Ja, das ist für uns schwierig, das alles zu sammeln. Also wir machen das tatsächlich so einmal als Erklärung für den Ablauf. Ich habe mich quasi vor 2 Stunden hingesetzt und bin jetzt die Kommentare des letzten dumm gefragt Videos durchgegangen, damit die alle wirklich einigermaßen aktuell jetzt sind. Aber jetzt noch aus allen anderen Videos das rauszusuchen, das wird einfach den Rahmen sprengen. Deswegen nehmt bitte oder habt bitte Verständnis dafür, dass wir halt nur die Fragen aus der letzten Episode hierfür mit aufnehmen. Weil sonst, wenn ihr neue Fragen habt, bitte hier drunter. Genau, richtig. Gut, ich starte. Hau raus. Alles klar. Meine Moderationskarte. Bernd, du spielst Candy Crush. Ja, du bist doch einfach langweilig. Ja, richtig, stimmt. Bernd Kroll fragt, euer Energieaufwand für euer Haus, also Strom und Wärme, wird da enorm sein. Richtig. In früheren Folgen habe ich mal gesehen, dass ihr einen Teil selber produziert. Darf man erfahren, wie hoch der in etwa ist? Boah. Weißt du das so? Nee, also ich weiß, dass es viel ist, alleine durch den Wellness-Bereich. Und man muss ja unterscheiden, also natürlich ist Wärme gleich Energie und Strom ist gleich Energie. Mhm. Wärme erzeugen wir selber, ja, durch die Hackschnitzelanlage und durch die Solartherme auf dem Dach machen wir die Wärme selber, aber Strom können wir noch nicht selber. Mhm. Der Stromaufwand ist enorm und auch der Wärmeaufwand ist natürlich im Winter für diese riesigen Gebäude, für die Sauna etc., die nicht mit Strom laufen, sondern also nicht die Sauna, sondern die Pools etc., die halt Wärme brauchen. Duschen, Heizung etc., das ist natürlich schon, das ist ein enormer Aufwand. Mhm. Aber wie viel das jetzt im Detail ist, das kann ich nicht sagen. Ja, okay. Also jetzt auswendig nicht, müsste ich jetzt einmal nachsehen, aber auswendig weiß ich das nicht. Ja, aber das ist schon ein größerer Teil dann. Ist nicht unerheblich. Ja. Also wenn man das also in Öl rechnen würde, wären es schon einige Tonnen, die im Jahr durch, also nicht im Jahr, sondern im Monat durchgehen. Ja, okay. Mhm. Ja, also man kann ungefähr rechnen, nur an Hackschnitzeln, die wir da jetzt haben, brauchen wir ungefähr 2 Sattelschlepper pro Monat. Nur ein Hackschnitzel. Okay. Mhm. Ja. Und du hast gerade gesagt, Strom noch nicht selber. Ist da was in Planung? Oder? Ja, das ist immer schwierig. Also wir wollen eine Photovoltaik natürlich, klar, das würden wir auch machen. Das Problem ist aber, und das wissen die wenigsten, dass das am Preis, also warum würden wir das machen? Wir würden das nicht machen, weil wir die Kosten dadurch senken würden, weil der Strompreis bei gewerblichen Betrieben errechnet sich immer nach den Spitzen. Mhm. Das bedeutet, der Strompreisanbieter geht hin und guckt nach, wann hast du den meisten Strom verbraucht? Mhm. So. Und diese Spitze rechnet der aufs ganze Jahr. Ah, okay. Der geht also immer von der Maximumlast aus. So, und danach errechnet sich dein Strompreis. Ja, okay. Mhm. So, und das ist natürlich, und wenn du diese Spitze ein bisschen kappen kannst, dann hast du natürlich einen geringeren Strompreis, das ist richtig. Aber wann haben wir das? Das sind 1, 2 Tage, 3 Tage im Jahr, im Sommer, wenn alle Klimaanlagen laufen, alle Geräte in der Küche laufen, alle Saunen laufen oder so, dann hast du das mal. Mhm. Im Winter hast du das natürlich auch, wenn jetzt das Haus voll besetzt ist, alle Heizungen laufen etc. Ja, gut, klar. So. Mhm. da ist was in Planung. Also wir würden gerne auch Strom selber machen. Ja, okay. Aber da geht es nicht um den Preis, sondern da geht es eigentlich eher um Autarkie. Mhm. Ja, weil wir hier ja wirklich am ADW sind, ne? Und ich weiß nicht, was geplant ist bei Großbetrieben, und wir gehören zu größeren Betrieben, die einen sehr hohen Energieaufwand haben. Wenn sich dann irgendwann herausstellt, dass also die Spitzenlast in Deutschland zu groß ist, dann werden Großbetriebe gedimmt. So, das ist auch jetzt schon so. Dann werden zuerst die Ladesäulen für E-Autos werden ausgeschaltet. Mhm. Als nächstes werden dann, Kühlungen ausgeschaltet, wenn also entsprechend isoliert ist. Dann kannst du auch mal 5, 6, 7 Stunden ohne das auskommen und so weiter. So, und wenn man das alles weiter treiben würde, dann könnte man einfach sagen, okay, das Jammertal, das ist ein Luxusobjekt, das braucht jetzt keinen Strom, es ist jetzt viel wichtiger, die Krankenhäuser zu versorgen, was ich auch verstehen kann. Natürlich, klar. Ne? Ist ja auch eine Ausnahmesituation. Absolut, dann, ne? Müssen wir nicht drüber reden, aber genau dafür, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, da war das so, da wurde also einfach der Außenbereich abgestellt. Ah, okay. Ne? Also in den 80er Jahren war es tatsächlich so, dass also dann
für, sage ich jetzt mal, die Zeche, die ja hier auch noch in der Gegend ist, ne, und so weiter, wenn da der Strom mehr benötigt wurde und wir noch als Verbraucher dran hingen, wurden wir erstmal abgestellt. Mhm. Also deswegen, und das möchte ich nicht nochmal. Ja, glaube ich. Ja gut, die Zeche gibt es ja nicht mehr. Die gibt's schon, natürlich, aber die Infrastruktur ist ja weitergewachsen. Ja, klar. Also deswegen, das ist der einzige Grund, Autarkie. Ja, okay. Ja. Mhm. Gut, zweite Frage kommt von Andreas Haag. In einigen Rezepten steht, man soll Knoblauch nicht hacken und den Keim entfernen, sonst wird es bitter. Was ist da dran? Nichts. Nichts, ne? Nichts. Gut. Ralf Schiefer fragt, wie kocht man für eine Person, ohne dass man Essen für 5 Tage hat? Ich bekomme das einfach nicht hin. Also er meint, für mehrere Personen zu kochen ist immer völlig okay, von der Menge jetzt. Ja. Ne? Aber wie plant man für sich selber? Esslöffelweise. Ja, ist kein Witz. Es ist wirklich so. Ja. Esslöffelweise. Also du kannst ungefähr davon ausgehen, dass getrocknete Sachen sich im Volumen verzwei, wenn nicht verdreifachen. Mhm. Heißt also, wenn du sagst, du willst für eine Person Reis machen, dann nimmst du 2 Esslöffel. Ja. Man sagt doch, glaube ich, mal eine Tasse, ne? Eine Tasse ist dann für 2. Ah, okay. Eine Tasse, also eine Kaffeetasse. Ja gut, dann musst du eine Espresso-Tasse nehmen. Dann musst du eine Espresso-Tasse nehmen, genau. Aber sonst nimmst du halt 2 Esslöffel, dann kochst du das und dann guckst du halt, was du an Gemüse hast. Auch jeweils 2 Esslöffel Fleisch, dann hast du eine Person. Mhm. Okay. Also esslöffelweise würde man das machen, ja. Ja, und es ist auch einfach erfahrungswert irgendwann. Ist es, ne? Du hast dann deine Lieblingsgerichte, weißt, okay, davon esse ich vielleicht dann mal einen Teller mehr, ne? Da mache ich dann Esslöffel mehr rein. Ja. Na gut. Ansonsten einfach gucken, dass man aufeinander aufbauende Gerichte macht. Mhm. Ja, gut, also, klar. Das bedarf dann ein bisschen Planung quasi. Ne? Genau. Also ich habe heute Kartoffeln, also mache ich übermorgen auch nochmal was mit Kartoffeln. Genau, mache ich Bratkartoffeln daraus oder ne, was auch immer. Ja. Mhm. Okay. Fem bezieht sich auf das letzte Video. Ich sehe fast nur ältere Leute da vorbeigehen. Ist das euer normales Klientel? Ich glaube, dazu müsste man einfach einmal sagen, dass wir diese Folgen meistens unter der Woche nachmittags drehen. Und am Wochenende ist das Publikum jünger und unter der Woche ist es ein wenig gesetzter. Genau, ne? Richtig. Einfach dadurch, dass ich sag mal, die jüngere Zielgruppe jetzt gerade auch einfach arbeiten ist. Richtig, ne? Die sind arbeiten. Und die gerade hier sind, sind meistens in den Tagungsräumen, weil die dann gerade beruflich unter der Woche oder hier das, sind. Oder ne? Genau, das, richtig. Ne? Ansonsten in den Ferien sind es halt auch viele Familien, ne? Die haben dann unser Alter. Ja, also von bis, es ist alles dabei. Aber natürlich ist es schon so, dass unser durchschnittliches Publikum, sagen wir mal, ein Durchschnittsalter von 45 bis 55 hat. Mhm. Natürlich sind auch Ältere und es sind auch Jüngere dabei. Mhm. Ne? Aber das ist so unser Hauptpublikum eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier sagen können, aber du hattest auch mal gesagt, du hast das Gefühl, durch unseren YouTube-Kanal hat es sich verjüngt. Ja, ne? Absolut. Also, wir erreichen jetzt ein anderes Publikum als vorher. Ne? Also, sag ich mal, bevor wir mit den Videos angefangen haben, lag das Durchschnittsalter bei 65. Mhm. Durchschnitt. Ne? Und das ist also jetzt wirklich deutlich runtergegangen, das muss man schon sagen. Ja. Okay. Mhm. Mike Cooper fragt, wann habt ihr denn das erste Mal gehabt, also für andere gekocht, in welchem Alter vor dem Herd gestanden? Und das weiß ich noch ganz genau. Ja? Ja, ich weiß das ganz genau. Ja, okay, erzähl. Also für andere gekocht, das war im Schwarzwald für meinen Vater und eine befreundete Familie da unten. Da gab es Hähnchenbrust mit Curry und geschmorten Zwiebeln, habe ich gemacht. Mhm. Das war, by the way, eine Vollkatastrophe. Ja, okay. Ja, war es. Also, für dich auch, oder? Also im Nachhinein betrachtet, in dem Moment wurde einfach gesagt, ja, ist okay, ist lecker. Ja. Dann wurde das ganze Essen nochmal genommen in die Küche und wurde dann nochmal ein wenig neu gemacht. Ja. Und ansonsten bewusst für jemanden anderen gekocht, zu Weihnachten für die Familie mal. Das habe ich gemacht. Da war ich, also da im Schwarzwald, da war ich, glaube ich, 11 oder so, 10 oder 11. Mhm. Ja. Im Urlaub dann. Im Urlaub, oder? Genau. Und danach eigentlich erst später. Also ich habe damit spät angefangen. Mhm. Also bewusst für andere. Hier Arbeiten erledigen und so weiter, das war was anderes. Ne? Aber dass ich ein eigenes Gericht gekocht habe, ich glaube, da war ich 19 oder so. Mhm. Okay. Ne? Dass ich also wirklich, ich rede jetzt nicht von mal ein Rührei machen oder sowas. Klar. Davon rede ich nicht, ne? Man so, bewusst sagt, ich koche heute für euch. Ich koche heute, ne? Heute für euch und da gab es gefüllte Pilzravioli und so weiter. Also da habe ich mir schon richtig Mühe gemacht. Ja, ne? Ja, da war ich schon älter, ja. Mhm. Bei mir war es, glaube ich, mit 14. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt dazu zählen kann. Das war eine Limettentart. Also war halt mehr so als Dessert. Boah, ist schon was. Ja, es war irgendwie, meine Mutter hatte damals immer diese typischen Zeitschriften von der Supermarktkasse. Und da habe ich das zufällig irgendwie, ich glaube auf der letzten Seite oder sogar auf der Rückseite war das irgendwie, ne, habe ich dann durch Zufall gesehen
und habe gedacht, das sieht total geil aus, irgendwie mit diesem Spiegel da oben drauf und so. Ja. Und ich konnte mir da nichts drunter vorstellen. Ich habe das auch in dem Limettentart-Video vom André erzählt, dass das quasi wirklich so mein erstes Gericht war, was ich nach Rezept gekocht oder gebacken habe. Ja. In dem Sinne. Also mein erstes eigenständiges, komplett alleine Rezept war Zürcher Geschnetzeltes oder Zürcher Geschnetzeltes. Ja, okay. Ich müsste, wenn ich überlege, ich wüsste jetzt nicht, was wirklich das richtige oder ein richtiges Gericht oder Menü oder so für andere, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also es war dann auch später, irgendwann mit 16, 17, vielleicht frühestens, vielleicht aber auch später. Ja, man später. Hat das nicht gemacht, ne? Also, ja. Klar, mitgeholfen, Weihnachten das ist was anderes, und so, ne? Ja, das gar ist was keine anderes, Frage, ne? Aber also das, dass ich wirklich selber alleine was gekocht habe, das ist später also gewesen. Also, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Also das war bei uns früher auch so. Ich konnte eine Pfanne schwenken, Pfannkuchen, Rösti schwenken, da war ich 12 Jahre alt. Also das konnte ich alles, das war überhaupt kein Thema. Aber ich habe das gar nicht verstanden, was da, warum und wieso jetzt. Ja. Sondern mir wurde das gezeigt, mach das so, dann habe ich das so gemacht. Hat Spaß gemacht, ne? Ja. Genau, hat Bock gemacht, ja. Und dann, aber das mal, also du hast ja nicht weitergedacht. Ja, irgendwann kombinierst du das dann. Du bist, halt, ja, einfach, du bist ja einfach nur der Depp da, ne? Ausführende Kraft. Ausführende Kraft, genau. Eine weitere Frage noch von Mike. Würdet ihr mal aus jedem europäischen Land ein Nationalgericht kochen? Ein neues Format, einmal im Monat? Oh, das ruft die Sicherheitsbehörden auf den Plan, ne? Das müssen wir nochmal sagen, ne? Das ruft die Sicherheitsbehörden auf den Plan der jeweiligen Länder. Das wisst ihr vielleicht nicht. Jedes Nationalgericht hat eine eigene Behörde, die hier in Deutschland ansässig ist und überprüft, ob auch ja alles richtig gemacht ist. Absolut. Ja. Es wären auf jeden Fall ein langes Format, glaube ich, ne? So viele Nationalitäten, wie es gibt. Ja, und ja. Ich weiß nicht, könnte mir vorstellen, dass man. Weil wir machen ja jetzt bald eins mit der Maria. Ja, das stimmt. Aber ist das ein Nationalgericht? Ich würde das als Nationalgericht bezeichnen, okay. Glaube ich, oder? Haben sich auch schon einige gewünscht? Ja, das stimmt. Gewünscht wurde sich das. Na gut, wir machen weiter mit Perpetuum Mobil. Habt ihr Tipps für gute, ausgefallene Gerichte aus der Feldküche für 150 Personen? Gute und ausgefallene? Hat er geschrieben. Für die Feldküche? Ja. Schönen Gruß an die Bundeswehr. Ja. Also ausgefallen. Ja, also das Problem ist halt nun mal in der Feldküche, da musst du halt Sachen haben, die immer funktionieren, die jeder mag. Ja, und da brauchst du jetzt nicht mit einem scharfen Lammcurry um die Ecke zu kommen, ja, wenn dann die Hälfte der Leute da danach sich den Spaten nimmt. Ja, ne? Richtig, dann brauchst du das nicht machen, das ist dann Quatsch, ja. Also ausgefallen für eine Feldküche, da ich weiß nicht, was du in deiner Feldküche hast, also ich kann mich daran erinnern, zu unserer Zeit war das eine Gulaschkanone, hat der gehabt. Was hat der noch gehabt? Ja, der hat nur die Gulaschkanone gehabt. Ein Wasserbehälter? Mehr nicht. Ja. Also, es kommt auch drauf an, war es ein Manöver, war es kein Manöver? Boah. Also ich persönlich wüsste jetzt nicht, ob es ein... Also, ausgefallen? Ich weiß, dass in den Englischen ist es so, da gibt es immer den... Also es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal Hot Pot Stew, ne? Also ein Hot Pot ist ein Eintopf, Stew ist ein geschnetzeltes und Currys. Und also wenn du dir die Welt der Currys einmal eröffnest, die müssen ja nicht scharf sein, die müssen auch nicht gelb sein, die können auch dunkel sein, die können mit Fleisch sein, die können vegetarisch sein. Also ich wäre mal so für Hülsenfrüchte, ist eigentlich ziemlich, also ich meine Erbsensuppe geht natürlich immer, ne? Aber anstatt Erbsen nimmst du mal Kichererbsen, dann nimmst du mal gelbe Erbsen, dann lässt du mal den Speck weg und nimmst Hähnchen oder wie auch immer. Ne? Also sowas finde ich halt schon ganz gut. Ja. Ne? Aber gut, muss man halt auch immer gucken, ne? Was ist gewollt, was will die Truppe ja, haben. Ja, natürlich, ne? Klar. Also das sind ja diese Standardsachen. Spaghetti Bollo kannst du irgendwie, glaube ich, immer machen. Ja, muss ja gelöffelt werden, ne? Das muss die. Ach so, okay, ja gut, da bin ich nicht so drin, ich war ja nicht mehr im Mund. Die müssen das löffeln können, okay, ne? Ja, dann, gut, das muss schnell gehen. Ja. In Anführungsstrichen, es muss sättigend sein, es muss warm sein, es muss nahrhaft sein. Mhm. Heißt also, du brauchst immer eine Eiweißkomponente, die kann natürlich auch aus einer Hülsenfrucht sein und so weiter, aber grundsätzlich ist es so, dass es muss schon schnell gehen. Ah, okay. Mhm. Ja gut. Ne? Also deswegen habe ich gefragt, ich meine, ich war ja selber nur sporadisch da, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich da lange an der Waffe gedient habe. Das, ja. Nein. Nein. War nichts für dich? Nein. Na gut.
Furor Teutonicus fragt, es knüpft so ein bisschen an die Frage von vorhin an, gibt es große Zukunftspläne für euer Unternehmen, beziehungsweise gibt es etwas, was ihr gern erweitern oder ausbauen wollt? Ja, da gibt es auch, klar, natürlich, wir haben immer irgendwas. Jetzt, was jetzt als nächstes geplant ist, sind so kleine Ferienhäuser, die wir hier in der Gegend, also die wir hier um das Haus herum platzieren wollen. Das ist jetzt noch in der Planung. Dann ist das Thema Eigenversorgung ist immer noch sehr, sehr groß, ne, dass wir also sagen, wir bauen einen Teil der Landwirtschaft weiter aus, dass wir uns weiter selber versorgen können. Der Gast, der hier hinkommt, der soll sich keine Gedanken machen darum, wo kommt jetzt das Fleisch her, ist das nachhaltig und so weiter. Das sind Gedanken, das müssen wir halt haben. Mhm. So. Und auch wenn ich jetzt, also da geht es auch noch nicht mal irgendwie darum, dass ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt der total grüne Gedanke und ich finde das total toll. Sondern ich finde halt, wir sind in der landwirtschaftlichen Gegend, wir können viel selber machen. Mhm. Und deswegen würde ich halt das so lokal wie möglich machen. Also ja. Nicht mal regional, sondern sogar lokal. Mhm. Ja, das ist so. Das ist das Ziel, irgendwann dahin zu kommen, dass wir also eine Quote erreichen der Eigenversorgung, dass wir sagen können, wir sind so gut es geht, autark. Ja. An also mit den Höfen hier in der Gegend mhm. halt sind wir versorgt. Ja, also so mit Kooperationen. Genau, oder? Richtig, mhm. ja. Ja. So, teilweise gibt es das ja auch eben schon. Ja, ne, mit sogar Vorname mit vielen, so, einigen. Ne? Ja, ja, klar. Ne? Nicht nur Vorname, sondern halt auch Billmann Milch mhm. und was haben wir noch? Die Hofkäserei Andres, die ist ja hier in der Gegend. Ne? Mhm. Pilze werden hier aus der Gegend kommen und so weiter. Also, ja. Ja. Eine weitere Frage von Furor Teutonicus. Geht ihr stets auf Sonderwünsche ein beim Gast? Beispielsweise auf der Karte steht Rindergulasch mit Klößen. Der Gast möchte aber lieber Kartoffeln oder der Gast möchte statt Rind lieber Schwein. Wie ja. weit könnt ihr dort die Wünsche erfüllen? Ja, herzlich willkommen bei Wünsch dir was, ne? Ja, klar. Wenn es geht, machen wir das. Mhm. Nur wenn es geht. Also wenn der jetzt sagt, wenn er jetzt sagt, ich möchte keinen Kartoffeln, ich möchte Käsesoufflé haben. Ja, nee, nein. Ja. Einfach nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Mhm. Ne? Ja, klar. Im Geschäft. Verstehe, ja. Simeon oder Simeon fragt, was für Alternative für Menschen, die kein Schwein essen, gibt es zu Schweinespeck? Rinderspeck. Aber du hast mal zu mir gesagt, ist nicht das Schmeckt Gleiche. Schmeckt nicht, natürlich nicht. Putenspeck. Schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Also für mich schmeckt das nicht. Ja. Ich habe letztens hab ich mal was probiert, das war ganz interessant. Veganer Bacon. Ja, okay. Aber ist halt auch Vollgas Verarsche, ne? Ja, also klar. Muss man einfach sagen, das ist wirklich richtig hart Verarsche. Mhm. Also es schmeckt nach Speck. Das schmeckt wie diese Chips. Nee, ja. Es gibt für Wir mich schweifen auch ab. Grad. Genau, es gibt keine Alternative, keine richtige Alternative ja, okay. zu Bacon. Bacon mhm. ist Bacon. Ja. Und wenn du kein Bacon essen kannst oder darfst, tut mir leid, dann ist halt Pech. Mhm. Ja. Ja, gut. Leider. Ja. Ortwin vom Schildberg fragt, kann Kameramann Stefan mal was kochen und seine Skills zeigen, eventuell sein Lieblingsgericht? Das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass jemand das fragt. Ja, ist Stefan. Richtig. Wir haben es ja auch seitdem schon vor. Ja. Können wir gerne mal machen. Wir haben ja auch schon ein Gericht ausgesucht, was wir zusammen kochen wollen. Ja, haben wir das? Ja. Hast du es etwa vergessen? Ja. Schade. Welches war das? Sagst du, ist es das Brot? Nee. Gut. Er fragt noch weiter, und wieso ist Stefan eigentlich aus der Gastro ausgestiegen als Koch? Weil er nichts kann. Genau, richtig. Das war eigentlich der Grund. Also du hast mich damals in deinem Büro gebeten, hast gesagt, Junge, du kannst gar nichts. Hau ab, mach was anderes. Nein. So hätte ich das nie gesagt. Weiß aber ich. Nein, wir haben wirklich zusammen gesprochen, das haben wir auch schon mal erzählt. Ja. Und du hast mir ans Herz gelegt, dass du mich nicht dauerhaft in der Gastro siehst. Das habe ich aber auch zu dem Zeitpunkt für mich schon erkannt. Und hatte damals auch einfach ein Alternativangebot eben für eine Umschulung gehabt. Und ja, hab mir dann eben da nochmal Gedanken zu gemacht und habe für mich dann auch entschieden, dass ich mir das wirklich nicht mein Leben lang vorstellen kann. Ist ein sehr schöner Beruf, aber man muss den halt leben, ne? Also man muss dafür leben, man muss das wollen, das wie bei jedem Beruf auch. Und da gehört halt immer viel dazu. Du hast halt einfach andere Sachen im Kopf gehabt zu deiner Ausbildung. Auch das, ja, ja, richtig, ja. Also du hast einfach andere Sachen im Schädel gehabt, das hat man dir angemerkt. Du warst halt häufig nicht so anwesend, nicht so konzentriert, wie du es eigentlich hättest sein sollen. Und es war einfach als Ausbilder zu sehen, okay, das wird keine Zukunft haben. Mhm. Also nicht in dem Maß, in dem du es verdient hättest. Ja, ne? Ja und ihr ja auch dann. Ne? Also ich meine, ja, uns ging es da jetzt noch nicht mal. Ne? Also das ist jetzt erstmal, also du hättest ja auch woanders hingehen mhm. können. Aber in dem Moment, wo ich das halt sage, dann spreche ich ja nicht nur für mich, mhm.
sondern ich würde dann halt, also wenn ich sage, die Gastro ist jetzt nicht unbedingt dein Ding, dann schließt das ja, sag ich mal, sämtliche Gastronomiebetriebe mit ein und auch natürlich die Gemeinschaftsverpflegung. Ja. Ne? Aber ja, also das hatte ja nichts mit dir persönlich zu tun. Nein, nein, ne? Klar, das so habe ich es auch überhaupt nicht aufgefasst. Ja, also. Aber das ist ja, wird ja häufig so dann ne, ja, so gut, wahrgenommen, ne? Aber das ist ja nicht, ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Ja. Nee, sehe ich eigentlich nicht so. Bald hier fragt, gibt es eine Möglichkeit, gekochte Kartoffeln über mehrere Stunden warm zu halten, ohne dass sie den typischen Kühlschrankgeschmack annehmen? Also beim Warmhalten Kühlschrankgeschmack habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich auch nicht, nee. Aber ich weiß, was er meint. Ich glaube, der meint die Haut ziehen. Ja, also ich hatte es auch gekürzt, ich erinnere mich. Da, er hat auch noch was geschrieben mit, dass die halt nach mehreren Tagen, wenn man Bratkartoffeln macht, halt diesen Geschmack dann auch nicht haben. Ja, also dann deck sie ab, dann kriegen sie diesen Kühlschrankgeschmack nicht. Mhm. Es hängt viel mit der Kartoffelsorte selber zusammen. Es gibt Kartoffelsorten, die sind dafür geeignet, dass man sie im Kühlschrank auch noch, nachdem sie gekocht sind, lagern kann besser. Vorwiegend, also nicht vorwiegend, sondern festkochende Kartoffeln eignen sich dazu besser. Mhm. Bei mehligen Kartoffeln oder vorwiegend festkochenden, wenn du eine Kartoffelspeise über mehrere Stunden warm halten möchtest, dann empfehle ich immer, eine verarbeitete Version zu nehmen. Das bedeutet in dem Fall Kartoffelpüree, Reibeplätzchen, aber mehrere Stunden warm halten, boah, nee, eigentlich nicht. Also du kannst lieber kochen, runterkühlen und dann regenerieren. Mhm. Das geht, aber nicht über Stunden lang warm halten, das ist immer blöd. Ja, du kannst diese Haut auch einfach nicht verhindern, die sich dann... Ja, doch, du kannst den Deckel drauf machen, ne? Ja, aber gut, aber dann hast du ja wieder andere Nachteile. Ja, genau. Ja. Noch eine weitere Frage von bald hier. Warum kann man nicht per Website reservieren, sondern nur per Telefon? Das finde ich für eine Planung eines Ausflugs zu euch, ich komme aus Köln, etwas ungeschickt, da man jedes Mal anrufen muss, ob ein Tisch frei ist. Und wenn man später einen anderen Termin herausgearbeitet hat, ruft man wieder an, um eine weitere Absage zu kassieren. Ja, unser Tischreservierungssystem gibt das leider noch nicht her. Mhm. Aber wir sind in der Planung, um halt sowas wie Booketable oder Opentable dann zu nehmen. Dann ja, kannst okay. du das machen. Aber dadurch, dass hier halt, sag ich jetzt mal, die Wünsche der Gäste und auch, sag ich jetzt mal, die Konstellationen so kompliziert sind, muss man halt gucken. Wenn diese Programme funktionieren halt so, dass du ein virtuelles Restaurant hochlädst. Mhm. So, und dann werden die Tische halt vergeben und das Programm und der Algorithmus in dem Programm unterscheidet jetzt nicht, ob du ein Rollstuhlfahrer bist oder nicht. Du musst dann immer noch mal nacharbeiten. Dann kannst du es auch direkt vom Gast in Empfang nehmen. Ne? Mhm. Das ist halt häufig das Problem. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht das optimale Programm für uns gefunden. Ja, okay. Übrigens zu der Frage von vorhin. Doch, es gibt eine Möglichkeit, Kartoffeln über mehrere Stunden warm zu halten. Ja. Und zwar Salzkartoffeln, festkochende Salzkartoffeln. Wenn die gekocht sind, den Topf nehmen, das Wasser abschütten, Deckel drauf und den ganzen Topf in ein Wasserbad stellen mit geschlossenem Deckel. Ah, okay. Dann kannst du es über 5-6 Stunden warm halten. Die Kartoffeln sind immer frisch. Okay. Mhm. Letzte Frage von bald hier. Wenn ich Teig mache, Flammkuchenteig oder neulich Nudelteig, dann wird er nicht glatt und elastisch, sondern faltig und rissig. Was mache ich falsch? Auch wenn ich mich immer genau an die Rezepte halte. Faltig und rissig? Mhm. Ja, ich würde den in Klarsichtfolie, also kannst ein bisschen mehr Feuchtigkeit nehmen, also eine kleine Spur Wasser noch mit in den Teig geben. Oder Öl bei dem Nudelteig. Oder Öl wäre auch noch möglich, genau. Und dann halt in Klarsichtfolie einschlagen und in den Kühlschrank legen. Eigentlich wird er dann nicht rissig. Mhm. Also er wird nur dann rissig, wenn er trocken wird. Sonst nicht. Ja, eigentlich, ja. Wie Haut halt ja. auch, ne? Ja, richtig. Ja. Okay. Kevin fragt, du hast davon erzählt, dass du im Rahmen deines Wehrdienstes auch im Schlaflabor gearbeitet ja. hast. Ich war selber mal in einem Schlaflabor wegen meiner Epilepsieerkrankung und mich interessiert deswegen einfach, ob ihr schon in irgendeiner Form Erfahrungen mit Epilepsie in der Gastronomie hattet. Mhm. Wir haben sogar aktuell eine Mitarbeiterin, die an Epilepsie leidet, ja. Mhm. Im Schlaflabor selber hatte ich keine, das war die üblichen obstruktive Schlafapnoe-Patienten, die man da hatte. Und ja, sage ich jetzt mal, die ein oder andere neurologische Erkrankung, aber grundsätzlich Epilepsie war im Schlaflabor weniger ein Thema. Mhm. Ne? Und ja, wir haben ein, zwei Mitarbeiter hier im Haus, die also an Epilepsie leiden. Die meisten, die sind eingestellt. Natürlich kann es immer mal passieren, dass die etwas haben. Aber auch da... Ich sag mal, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat und krampft, gehst du da ja auch erstmal nicht dran. Mhm. Ne, sondern du wartest erstmal, bis der Anfall weitestgehend vorbei ist. Mhm. Es sei denn, es muss jetzt Diazepam verabreicht werden oder irgendwas in der Richtung. Dann ja, okay. muss man natürlich eingreifen, aber grundsätzlich haben wir
also es ist noch nie passiert, dass einer dieser Mitarbeiter hier einen Anfall hat. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Mhm. Schorsch Teil fragt, in euren Rezepten wird immer wieder Tomatenmark verwendet. Im Laden bekommt man ja verschiedene Konzentrationen, zweifach, dreifach, unkonzentriert. Welches sollte man deiner Meinung nach am besten nehmen? Ich nehme immer das zwei- oder dreifach Konzentrierte. Mhm. Also, und ich persönlich würde immer das von Mutti empfehlen. Okay, mhm. Von der Marke Mutti. Von der Marke Mutti, also könnt ihr euch merken, Mutti ist die Beste. Ja, ist so. Ja, ist so. Was das angeht, kann man nicht anders sagen. Ja. M. Hemeyer fragt, ich habe hier große Mengen Blutorangen, ca. 10 Kilo, die ich liebe. Was sind eure Ideen für Sachen, die ihr damit machen würdet? Oh, Kürbiskrapf mit Blutorangensoße, Blutorangensorbet kann man wunderbar machen. Dann kannst du eine Pasta mit Blutorangensoße machen. Du kannst ein Blutorangensoufflé machen mit Grand Marnier. Wird auch für so eine typische Geflügelsoße mit Blutorangen funktionieren oder wäre das dann schon zu fruchtig? Nö, kann man auch machen, klar. Chicken à l'orange, Ente à l'orange. Ja, ja, so Ente war jetzt auch das, was man vorschwebt. Ja, ja, super, also Blutorangen mega. Mhm. Ja, okay, gut. Ich liebe Blutorangen übrigens, das haben wir gemeinsam. Okay. Dann sollten wir die mal verarbeiten vielleicht. Ja, sind halt immer, also ist jetzt, ja, machen wir gerne. Markus Blackstream. Hallo Stefan, wie viele Stunden arbeitest du am Tag und bekommst du es hin, genügend Zeit für Familie und Freunde zu haben? Hm. ist eine Suggestivfrage. Kennt die Antwort. Ja. Also ist unterschiedlich, je nachdem was, also mein Arbeitstag richtet sich nach dem Arbeitsanfall halt. Ne? Je nachdem was zu tun ist, habe ich halt entsprechend, plane ich meinen Arbeitstag. Es kann mal sein, dass ich um 8 Uhr morgens hier bin und um 22 Uhr gehe. Es kann sein, dass ich erst um 12 Uhr anfange und um 20 Uhr gehe. Ich sag mal, zwischen 8 und 12 Stunden ist alles dabei. So, es gibt feste Tage und Termine, die gehören der Familie. Mhm. So, und unsere Struktur hier ist so geschaffen, dass mich die Menschen, die hier arbeiten, ersetzen können. Heißt, selbst wenn ich jetzt hier morgen tot umfalle, kann ich ersetzt werden. Natürlich nicht für eure Videos, aber für der Betrieb würde weiterlaufen. Mhm. Und so ist das, so ist auch die Struktur hier im Betrieb geschaffen. Ja. Was also im Umkehrschluss bedeutet, ich nehme mir die Zeit, die Familie braucht und die ich auch brauche. Mhm. Ne? Bei Freunden ist es so, die kommt nach der Familie. Und auch da ist es so, ich versuche es so oft es geht, halt Zeit mit Freunden zu verbringen, aber es ist zu wenig. Mhm. Ja. Ich glaube, geht es aber so ein bisschen damit einher, wenn man einfach ein Unternehmen auch dieser Größenordnung leitet und das vernünftig machen möchte, dann, ne, und dann ist Familie dabei, klar, dann irgendwo musst du halt gucken, wie du dann die Prioritäten setzt und die Priorität muss halt der Laden sein, weil du halt Verantwortung hast. Ne? Ja, du hast Verantwortung für die Mitarbeiter. Genau, ne? Das ist halt einfach so. Genau, und das ist halt, ich bin das gewöhnt von klein auf. Und das ist halt auch das, wenn ich jetzt mit Freunden spreche, die dann wieder mal irgendwann mit irgendjemandem gesprochen haben, der mich nur mal so von Weitem gesehen hat. Mhm. Und dann sagt, der braucht doch gar nicht richtig arbeiten. Also ich tausche gerne mit jedem. Mhm. Also, ja, das ist, glaube ich. Ich tausche mit jedem. Also ich würde auch lieber von 8 bis 16 Uhr arbeiten und dann nach Hause kommen und würde meine Tochter jeden Abend gerne ins Bett bringen und dann mit dem Hund spazieren gehen oder eine Runde Fahrrad fahren oder was weiß ich. Klar. Ja, und das Wochenende regelmäßig frei haben. Ich müsste mir keine Gedanken machen. Ich würde meine Arbeit bekommen. Jemand anders würde mir Arbeit geben. Das fände ich besser. Ja. Ja, also was heißt besser? Das wäre für mich. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Ja. Natürlich ist es so, dass man jetzt unabhängig ist, ja, aber die Unabhängigkeit hat auch einen Preis, ja, und zwar das Risiko, dass es halt auch schief gehen kann. Ja, klar. Ja, so, genau. Das ist halt in Deutschland so. Mhm. Ja, und das ist nicht nur in Deutschland, das ist überall so. Ja, richtig, ja. Genau. Markus Blank fragt, ist es sinnvoll, Enten oder Gänse vor der Zubereitung in eine Brine einzulegen? Was erreicht man damit? Man erreicht damit, dass das, also eine Brine ist eine Lake, ja, oder eine Salzlauge oder sowas, ja, also eine Flüssigkeit, die gesalzt ist oder wie auch immer. Kommt da noch was mit rein? Oder Salz ist Wasser und Salz ist eigentlich der Hauptbestandteil, sage ich jetzt mal. Aber so Gewürze noch irgendwie? Kann man auch machen, okay. Ne, aber Salz ist erstmal unverzichtbar. Okay. Mhm. Und was passiert? Also man legt das Fleisch ein und das Fleisch saugt sich voll mit dem Wasser. So, und wenn man das macht, gerade bei Geflügel, ist es so, dass das trockene Geflügel saftiger bleibt. Mhm. Das ist so.
Ne? Also wenn man das macht, muss halt die Zeit dafür haben. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal wiegen würde, man wiegt die Hähnchenbrust vor dem Braten und nach dem Braten. Mhm. Einmal eingelegt, einmal nicht eingelegt. Dann hat die nicht eingelegte einen höheren Flüssigkeitsverlust und die andere hat, sag ich jetzt mal, hat einen geringeren Flüssigkeitsverlust, weil ja noch mehr Flüssigkeit in der Brust drin war. Mhm. Und dadurch bleibt sie saftiger. Ja, okay. Wenn du sie natürlich komplett durchbrätst und trockenbrätst, dann brauchst du das nicht machen. Ne? Aber grundsätzlich, ja, ist es eine gute Sache. Kann man machen, ja. Kann man sehr gut machen. Die Metzger machen sowas regelmäßig. Mhm. Muss man da aufpassen, dass es nicht versalzt oder läuft ja, man nicht? Ja, klar. Du sollst also maximal 1%. Ja, ja. Ja. Okay, gut. Fever Pitch schreibt, du hast schon ein paar Mal erzählt, dass du auf Zuruf Spätzle schaben kannst, ja, und die auf der Couch mit Soße verdrückst. Voll. Woher kommt diese Affinität? Hast du mal im Schwabenland gearbeitet? Nein. Und wenn ja, wo? Nein, ich habe im Schwabenland nicht gearbeitet, sondern das kommt hier aus diesem Hause. Mein Vater hat früher hier Spätzle als seine absolute Lieblingsbeilage gehabt. Mhm. Und ich, wenn ich von der Schule gekommen bin, gab es bei mir genau zwei Sachen zu essen. Spätzle mit Soße, Kartoffeln mit Soße. Das war mein absolutes tägliches Mittagessen. Mhm. Es war immer die dunkle Soße und es war immer Spätzle. Und das ist so, genauso wenn ich bei Stella zum Essen bin, gibt es immer die Pizza Bolognese. Mhm. Immer. Ich esse da nichts anderes. Ja. Da bin ich so deutsch wie, ne, wie nur eben möglich. Mhm. Und Spätzle sind für mich einfach zu Hause. Mhm. So, und ich verbinde damit nicht das Schwabenland, sondern ich verbinde damit einen Teller Spätzle mit Soße auf der Couch und eine Folge He-Man gucken. Ja. Das ist meine Freiheit. Das ist meine Freiheit. Ja? Genau so. Und wie sieht es bei euch im Jammertal mit Soße auf dem Gericht aus? Ist das typisch nördlich der Mainlinie nur ein Klecks oder kommt bei euch auch der schwäbische Nassesser auf seine Kosten? Ja, klar kommt der Nassesser auf seine Kosten. Du kannst hier Geschnetzeltes mit Soße ohne Ende haben, wenn du möchtest. Du kannst, wir haben natürlich auch die schicke Variante, wo also, sag ich jetzt mal, die Soße, die so schwarz ist wie Lack, da kommt nur ein bisschen auf den Teller, davon brauchst du auch nicht mehr. Aber entsprechend ist auch die Größe. Und wenn du hier bei uns Soße nachbestellst, dann bekommst du die logischerweise auch. Ja, du wirst ja dafür nicht schief angeguckt. Ja, ja klar. Musst halt ist ja ein Kompliment. In die Tasche greifen. Aber. Ja, genau, das ist das Dreifache. Nein, also ist ja ein Kompliment auch, ne? Wenn die Soße schmeckt, bitte. Also, ja, klar. Mach. Voll. Ja. Die nächsten vier Fragen kommen von Armin. Erstens, Hühnersuppe aus der Karkasse von einem gegessenen Brathähnchen ziehen, ja oder nein? Ja. Ja. Zweitens, was ist besser, um Lebensmittel länger aufzubewahren? Einfrieren gegenüber Einwecken? Ich würde immer einfrieren nehmen. Es kommt darauf an, was du tust. Ne? Also wenn du jetzt, wobei Erbsensuppe zum Beispiel, wenn sie entsprechend, wenn man das kann, das Einwecken der Erbsensuppe, würde ich einwecken. Ich persönlich finde das Einfrieren immer ein bisschen schöner, weil wenn ich zu Hause etwas einfriere, dann packe ich das in einen Vakuumbeutel oder in einen Gefrierbeutel, mache den ganz flach, beschrifte den und friere das ein. Hm. Der Vorteil ist halt einfach, wenn du mit dem Edding da drauf schreibst, was es ist, bleibt es auch drauf. Du hast keinen Aufkleber, du hast nicht so eine Tupperdose. Hm. Ja, es ist immer eckig. Ja, wenn du in Tupperdosen einfrierst, häufig ist es ja so, die sind rund. Übrigens eine absolute Fehlkonstruktion, wenn irgendein Ingenieur zuschaut, der sich das ausgedacht hat. Eine runde Aufbewahrung für einen eckigen Kühlschrank. Ja, also eine runde Aufbewahrung für einen eckigen Kühlschrank. Wer hat sich das ausgedacht? Also Entschuldigung. Nein. Nein, gar nicht. Nein. Leider nein. Nein. Ja, also ich würde eher also einfrieren, einwecken. Mhm. Die dritte Frage, welche verarbeiteten Lebensmittel sollte man nicht einfrieren, beziehungsweise was gibt es zu beachten? Ich würde zum Beispiel niemals, nicht weil es nicht geht, sondern einfach, weil es danach einfach brutal doof schmeckt, Rührei oder Omelette oder sowas einfrieren oder Spiegelei, das kannst du alles machen. Ja. Das ist kein Witz, du kannst das einfrieren. Ja. Das gibt es auch TK. Ja? Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Oh Gott. Ach Gott. Weil wir es vorhin hatten, war es eigentlich mit gekochten Kartoffeln auch nicht so geil, ne? Nein. Auch, also du kannst, also eine Salzkartoffel eingefroren geht nicht.
Also ja. geht, aber ist doof. Ja. Was gut geht, tatsächlich, ist Kartoffelpüree. Ja, stimmt, das geht. Hm. Kartoffelpüree geht hervorragend. Ja, generell verarbeitete Kartoffeln, ne? Geht Herzogin, ganz, ganz fantastisch, ne? Spätzle, sowas kannst du alles einfrieren, ja. ne? Das ist ganz, ganz toll. Gnocchi gehen super. Hm. Ich würde Pilze eher weniger einfrieren, weil die danach so stark wässern. Hm. Zucchini ist auch sehr, sehr wässrig. Also, ich sag mal, alle Lebensmittel, die von Anfang an einen sehr, sehr hohen Wassergehalt haben, würde ich eher nicht einfrieren, wenn ich sie danach nochmal in einem, in Anführungsstrichen, frische-ähnlichen Zustand verzehren möchte. Genau, ja. Das würde ich lassen. Mhm. Ne? Einfach weil durch das Einfrieren, egal ob ihr einen Schockfroster benutzt oder ob ihr einen ganz normalen Froster benutzt, einfach das Produkt danach nicht mehr so ist, wie es vorher ist. Ja, weil durch die Zerstörung der Zellstrukturen. Ganz ne? genau. Das wässert dann aus. Und richtig, ja. ganz genau. Ne? Also die kleinen Kristalle verletzen die Zellen, dann läuft das aus. Das ist einfach nicht so gut. Mhm. Ne? Optisch gesehen. Ne? Ja, auch geschmacklich. Du hast es im Mund und du hast dann erstmal Wasser nur. Ne? Ja, okay, gut. Bevor du dann halt, sag ich mal, die Struktur dann des jeweiligen Gemüses hast. Ja. Bei Erbsen sowas ist das halt zu vernachlässigen, da merkst du es halt nicht. Ne? Bei grünen Erbsen, bei Bohnen merkst du es auch nicht so, da merkst du es schon eher. Aber sobald du dann in Richtung Pilze, Kürbis, Blumenkohl, Brokkoli gehst und so weiter, das merkst du schon. Ja, das stimmt. Hast du recht, ja. ja? Die letzte Frage von Armin. Wie oft bzw. was macht man mit dem Fett nach dem Schnitzel Cordon Bleu? Ja. Braten. Also. Du kannst... das ist ein schönes Auto. Oh ja. Das ist ein schönes Auto. Für alle, die nicht wissen, was da jetzt gerade für ein Auto vorfährt, das ist ein SLR Cabrio. Offen. Wetter bietet sich ja an heute. Es ist... schick. Finde ich gut. Ja. Schönes Auto. Wo waren wir? Fett nach dem Braten von Schnitzel. Ja, filtern und wiederverwenden. Wie filtern? Kaffeefilter. Mhm. Und dann mit dem Trichter in eine ganz Flasche? Ganz normal und dann ganz normal wiederverwenden. Mhm. Ja. Und dann aber kalt filtern, ne? Sonst ja. verbrennt man sich schnell. Ja, so lauwarm, so dass es fließfähig ist. Ja, ja, klar. Genau. Aber dass dann halt die Stoffe raus sind, sag ich mal, die vom Schnitzel da drin sind. Mhm. Wenn das Fett jetzt nicht den Rauchpunkt überschritten hat, ne? Also wenn es nicht gequalmt hat, dann kannst du es nochmal verwenden, kein Problem. Mhm. Ja. Timo Berhoff, wie kann man als Koch aufsteigen und Karriere machen? Kommt es auf Kontakte an oder nur auf Empfehlungen? Weder noch. Es kommt auf deine Kompetenz an. Aber es kommt darauf an, ob du was kannst. Mhm. Und es kommt noch weiterhin darauf an, ob du das willst. Mhm. Also die Aufstiegsmöglichkeiten als Koch sind bestens. Also gerade jetzt in der Zeit, weil einfach keiner mehr wirklich kochen kann. Ja, wird auch händeringend gesucht. Ja, selbstverständlich. Ne? Mhm. Also bestens. Einfach nur fleißig sein und da ist es wirklich so. Fleißig sein, ehrlich sein, loyal sein und gut sein in seinem Beruf. Und wenn du das in der Gastronomie bist, dann wirst du relativ schnell merken, okay, ich kann schnell viel, viel weiterkommen. Mhm. Ne? Für einen Küchenchef, je nachdem welcher Betriebsgröße das hat, würde ich immer, also irgendwas mit BWL muss schon dabei gewesen sein. Mhm. Ne? Also Personalführung, okay, das kannst du oder du kannst es nicht. Und du musst mit Zahlen umgehen können, du musst verstehen, wie ist eine Erfolgsrechnung ausgelegt, ne, und so weiter. Das musst du schon wissen. Mhm. Ja, klar. Wie wird kalkuliert, etc. Ja. ja, gut, das sind ja die fachlichen Anforderungen einfach. Ne? Ja, genau, richtig. So, und wenn du die alle erfüllst und wenn du dann auch noch einen vernünftigen Eindruck machst, ja, also jetzt nicht dich nicht wie der letzte Mensch benimmst, dann kommst du gut weiter. Mhm. Ja. Und okay. der Anspruch muss halt an dir selbst angemessen sein. Ja, also wenn du immer, sag ich jetzt mal, bodenständig gekocht hast und du willst dann in die gehobene Gastronomie und du willst dann auch in die Sterne-Gastronomie, dann fang nicht bei 3 Sternen an. Mhm. Ne, sondern fang vielleicht erstmal mit ein paar Gourmet-Punkten an und dann steiger dich. Das geht auch relativ schnell. Ja. Aber ne? Also wenn du von hier kommst, musst du nicht da oben angreifen, weil das ist Quatsch. Geht auch meistens schief. Meistens, ja. Aber ist nicht nur in der Gastro so. Grundsätzlich überall, sollte man immer Step by Step irgendwo gehen. Klar, ergeben sich mal Chancen, ne? Aber... Also, anderes Beispiel. Du hast in der Autowerkstatt gearbeitet, hast immer Reifen gewechselt. Dann brauchst du nicht bei Brabus in der Motorschmiede anfangen. Ja, naja, richtig. Klar. Da wirst du da auch erstmal die Reifen wechseln. Mhm. Ja. ja, genau, ja. richtig. Gut, weiter geht's mit Christine Gotz mit einer Nachricht an mich. Hallo anderer Stefan, verstehe mich bitte nicht falsch. Ich wünschte mir von dir ein wenig mehr Emotionen. Deine Worte sind immer in einer Tonhöhe. Man muss dazu sagen, der Stefan, der ist zwar Kameramann, aber
du hast ja, das ist dir ja häufig, wirst du dann so ein bisschen nervös, ne? Also wenn nervös nicht, nö, aber ich bin es einfach nicht gewohnt, sage ich mal so. Also, ja, das stimmt. Und auch, aber ist ja nicht meine, grundsätzlich nicht meine Ambition gewesen, vor die Kamera zu gehen, aber ja. Ihr wolltet es. Und ich sehe es auch ein, für das Format ist es ja besser, ne, wenn wir hier irgendwie miteinander reden, dann auch wirklich beide zu sehen, die sprechen. Ja, ne? Aber man muss dazu sagen, er redet auch so, wenn die Kamera aus ist. Das stimmt. Also er ist halt eine, du hast eine Vorleserstimme so zum Einschlafen. Ja, ja, ist schön. Nachrichtenstimme, ja. Genau. Also Stefan Heinrich schreibt, was bedeutet es, einem Gericht Körper zu geben? Wir hatten das ja neulich schon mal im Kochvideo, aber ich dachte, ich greife das hier nochmal mit auf, damit wir es noch einmal gesammelt haben. Es muss den Mund ausfüllen. Also als wenn du jetzt, sag mal, du hast das gegessen und es ist weg, dann muss das noch überall im Mund, der Geschmack muss noch überall da sein. Mhm. Das ist also quasi der Körper, der dann noch da ist. Ja. So, das bedeutet das. Mhm. Du hast süß, sauer, salzig, bitter, alles angesprochen, was auf der Zunge ist. In Kombination ist das dieser volle Umami-Geschmack, ja, der dann noch dazu kommt. Vielleicht kommt noch ein bisschen Wärme dazu, ja, also durch Schärfe. Dann hast du einen vollen Geschmack. Mhm. So, und ja, im Prinzip ist das so, es muss ausfüllend sein. Das, was man beim Wein dann immer als vollmundig, glaube ich. Genau, richtig, als vollmundig. Mhm. Ne? Du hast den Wein runtergeschluckt und das macht in deinem Mund. Mhm. Ne? Ja. Wieso verwendet ihr keine Kochtöpfe, bei denen man die Griffe anfassen kann? Bei jedem Video verbrennt sich Stefan fast immer die Pfoten und greift schnell zum Handtuch. Ja, ja, klar. Das, also nur mal so, für alle, die das nicht wissen. Wir kochen ja hier mit Gas und das ist nicht so wie bei euch zu Hause, dass also nur der Pfannenboden erwärmt wird, sondern es ist häufig so, je nachdem, was für eine Größe das ist, dann geht die Hitze am Topf vorbei hoch zu den Griffen. Und dann ist das völlig egal, welcher Topf das ist, das wird heiß. Ja, und im Zweifel Plastik schmilzt halt, ne? Ja, gut, ja, natürlich, Plastik schmilzt. Wenn man jetzt sagt, irgendwie Plastikgriffe, da verbrennst du dich nicht, aber wenn du mit Gas arbeitest, dann verrutscht man Topf und so. Ja, dann schmilzt das Ding, ja, das ist richtig, da hast du recht. Aber er meint ja wahrscheinlich die Töpfe, die halt diese kalten Griffe haben. Ja, gut. Ja. Aber die werden hier auch heiß, also das. Ja, ja. Ansonsten hast du zwei Töpfe nebeneinander stehen, der eine ist klein, der andere ist groß, dann geht die Flamme da hoch und du weißt selber, wie das ist. Ja, natürlich. Deswegen haben Köche immer einen Touchon dabei, um halt die Sachen anfassen zu können. Ja, genau. Und vor allem, wenn du was aus dem Ofen holen musst du sowieso einen Touchon dabei haben, sonst ich kenne einen, der braucht das nicht. Ja. Das war sehr beeindruckend. Ja. Lanwin schreibt, meine Frau arbeitet beim Zahnarzt und möchte daher nicht nach Knoblauch riechen. Gibt es Tipps, wie man den Geruch trotz Knoblauch vermeiden kann am nächsten Tag? Gibt's nicht, ne? Also wenn sie beim Zahnarzt arbeitet, dann kennt sie ja die üblichen Tricks, ne? Also das Einzige, wo ich halt sagen könnte, okay, das könnte das noch neutralisieren, ist Chlorhexamet. Also Chlorhexamet 0,1%, am besten mit Alkohol. Normalerweise gibt es nur eine Sache, die Knoblauch zuverlässig neutralisiert. Und das ist Edelstahl. Ja. Das ist das Einzige. Also wenn du das an den Händen hast, ja, genau. Edelstahlseife, ja. Weg, der Geruch. Ja? Das ist das Einzige, was das zuverlässig neutralisiert. Aber ansonsten, du wirst danach riechen. Hm. Das ist egal, was du machst. Ja? Also der kann noch so frisch sein, du wirst immer danach riechen. Genauso, als wenn du den Abend vorher halt dir richtig eingehoben hast. Hm. Ja, also wir reden hier von olympischer Disziplin, Halbliterklasse, einarmiges Reißen. Dann ist Feierabend. Ja. Dann weißt du genau, am nächsten Morgen habe ich Muskelkater. Ja, richtig. Ja? Und jeder sieht das auch. Jeder sieht das auch und jeder riecht das auch und jeder weiß, dass du es getan hast. Genau, richtig. So, und deswegen, wenn du einen Döner gegessen hast oder Tzatziki oder wie auch immer, ist völlig egal, es war lecker. Nimm Kaugummi, nimm irgendetwas, du wirst es ein bisschen übertönen können und du wirst immer danach riechen. Mhm. Selbst wenn du nicht aus dem Mund riechst, riechst du dann halt aus dem Mund. Ja, genau, das kommt ja auch dazu. Es ist ja nicht nur der Mundgeruch in dem Sinne, ne? Du schwitzt es einfach raus. Also Mund, Chlorhexamid, das wäre das Einzige, was ich noch, wo ich sagen kann. Ist das so eine Spülung, oder? Ja, das ist, man nimmt das für nach OPs oder um halt den Mund zu desinfizieren so ein bisschen, kann man das nehmen. Wofür nimmt man das noch? Nach Parodontosebehandlung nimmt man sowas, ja. Aber dann spülen, ne? Nicht runterschlucken? Nee, natürlich spülen.
Eine weitere Frage von Lanwin. Beim Anbraten von Fleisch vom Discounter entsteht immer sehr viel Wasser. Mhm. Ich weiß, Qualitätsproblem. Und es dauert ewig, bis das Fleisch wieder zu braten beginnt. Wie geht man damit am besten um? Ja, kein Fleisch vom Discounter kaufen. Entweder das. Oder also, du musst es halt zwischendurch abkippen, aber es ist halt... Meistens ist es so, dass die Pfanne auch nicht heiß genug ist. Ne? Auch das, ja. Und nicht dick genug war und so weiter. Aber ja. Es ist grundsätzlich immer ein Thema. Also du wirst es nicht los in dem Sinne. Ne? Also am besten ist es natürlich, du nimmst eine überdimensionierte große Pfanne. Das Fleisch ist halt relativ klein, dann hast du das Problem nicht. Ja, und lässt die vorher richtig schön heiß werden. Richtig heiß werden, genau. Stenelos fragt zum Thema Salz in der Salzmühle. Kann das vielleicht auch was damit zu tun haben, dass Salz in der Mühle einfach nicht so leicht klumpt und man daher weniger Salzstreuer wechseln muss? Er meint Reis in der Salzmühle, ne? Oder meint er Salz in der... Nein, es ging ja in unserem letzten Dumm gefragt darum, warum überall diese... Warum man, glaube ich, keine Salzmühlen mehr findet, sondern immer diese Streuer überall rumstehen. Nee, oder umgekehrt. So, ne? Oder umgekehrt. Umgekehrt war es, glaube ich. Ach genau, er sagte dann irgendwie, der andere, der letztes Mal kommentiert hatte, dass er sich immer so ein kleines 5-Gramm-Päckchen Salz jetzt mitnimmt oder so, ne? Genau. Ja. Ja. Ich glaube, der Grund ist das für euch nicht, oder? Dass es da drin weniger klumpt? Nö, ja, natürlich ist es so, dass es weniger klumpt, aber spätestens dann, wenn ihr die Mühle benutzt und es dann an die Luftfeuchtigkeit kommt, spätestens dann klumpt das, und zwar unten im Mahlwerk. Also ja, gut. Da kannst du halt nur da regelmäßig sauber machen und das Mahlwerk halt bürsten. Ansonsten, nee. Also ja, ich glaube, dass es irgendwie, also in erster Linie hat das einen Designeffekt. Mhm. Also, weil mal irgendwann einer gesagt hat, es ist nicht nur schick, eine Pfeffermühle zu haben, du musst auch eine Salzmühle haben. Ja, gut, das stimmt. Marian Bausel, erste Frage. Könntet ihr bitte konkrete Schleifsteine zum Messerschärfen empfehlen? Ich habe mir euer Video zum Schleifen angeguckt und möchte nun meine Messer wieder scharf kriegen. Mhm. Bei Amazon braucht man ja heutzutage nicht mehr gucken, weil die Hälfte aus China kommt und die Bewertungen gekauft wurden. Dazu muss ich auch einmal selber sagen, ich habe mir auch bei Amazon einen Schleifstein geholt mit sehr feiner Körnung. Ja. Der löst sich auf, wenn ich den nass mache. Ja. Okay. Also ganz ehrlich, da müsst ihr dann die Marken kaufen. Ne? Kai Schun, Zwilling, Dick kannst du gut kaufen. Shepton kannst du sehr gut kaufen. Also Shaptone. Ja, das sind die Steine, die ich verwende. Ich verwende Shepton-Steine, ja? Glaskeramiksteine. So, also das ist der ganz normale, Schleifstein, der ist auf einer Glasplatte, dass der immer schön gerade bleibt von der anderen Seite. Ansonsten habe ich angefangen mit den ganz normalen Wasserschleifsteinen, so wie du halt auch. Mein erster war von Zwilling. Mhm. Also ich habe mir einen, da weiß ich jetzt die Marke nicht genau, könnte aber sein, dass der sogar auch von Dick ist, in der Metro gekauft. Ja. Oder der ist hier von der Horeca-Marke. Ja, also das von geht der auch. Hausmarke. Ja, das geht auch. Der ist auch echt solide, der hält, der ist top, ne? Aber der hat halt nicht so eine feine Körnung. Also da muss man halt nochmal irgendwo gucken, dass man einen mit einer etwas feineren Körnung noch bekommt. Die Frage ist, was willst du machen? Ne? Ja, aber die feinste ist halt 800er. 8000? Nee, nein. Bei dem Metrostein ist die feinste 800. Also, echt? Die eine Seite ist, glaube ich, 300, die andere Seite 800. Also wenn, normal, oder 1000. Es sind ja so Wendesteine. Ja, genau. Ne? Also wenn, dann würde ich tatsächlich hingehen und würde sagen, dann kauft euch zwei Steine, 300, 800 und dann 1000 und 5000 oder 3000. Ja, genau. So, und das habe ich nämlich gemacht, den zweiten bei Amazon geholt und der löst sich halt auch beim Schleifen. Das ist ein bisschen. Ja gut, dass sie sich auflöst, ist normal, ne? Also dass sie Schleifschlamm bildet. Aber wie soll ich das sagen? Der wird zu Ton. Ja, also wirklich so, du kannst da mit dem Finger drüber gehen und dann hast du da eine Furche drin in dem Stein. Ja, das ist doof, das darf nicht. Also als ob das so, wie Sand oder so. Ja, das ist blöd, das geht nicht. Zweite Frage noch von Marian. Ich hatte mal eine Käse-Lauche-Suppe gemacht und wollte auf den Schmelzkäse verzichten. Mhm. Ich hatte Cheddar und Gouda genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Resultat waren feste Käseklumpen, obwohl ich den Käse natürlich vorher gerieben hatte. Was hatte ich falsch gemacht? Falsche Temperatur, fehlende Stärke? Du hast es zu heiß, wahrscheinlich hast du es wahrscheinlich reingeschmissen, dass es noch richtig heiß war. Und du musst permanent rühren. Permanent rühren. Und es kann natürlich sein, dass du zu wenig Flüssigkeit hattest. Mhm. Zu viel Käse für zu wenig Flüssigkeit. Und dann ist natürlich schlecht. Ne? Ja. Dann hast du nachher einen Brocken da drin. Brocken. Ruth Kirschbaum möchte wissen, wäre es vielleicht möglich, ein paar vegetarische oder vegane Gerichte zu zeigen? Haben wir ja schon. Machen wir zwischendurch eigentlich immer mal wieder. Ja.
Wir versuchen halt echt immer so ein bisschen die Waage zu halten, um halt für jeden immer was dabei zu haben. Zwischendurch kommen mal Dessere, zwischendurch kommen Fleischgerichte, Fischgerichte. Fischgerichte relativ wenig. Jetzt hatten wir das Pesto erst, das war ja, ja genau, Fischgerichte haben wir relativ wenig. Aber jetzt kommt erstmal, jetzt ist ja das Pesto gekommen, ne? Das war ja auch vegetarisch. Hm. Lass mich überlegen, was kommt als nächstes? Ah ja, das... Die Reispfanne war vegan. Genau, und dann war das auch vegan, das Baba Ganoush. Ich glaube schon, ne? Kommt noch. Kommt noch, ja. Baba Ganoush kommt noch. Ist auch vegan. Mhm. Und eine weitere Frage von Ruth. Ist Ihr Haus mit einem Rollstuhl zugänglich und befahrbar? Ja, ist es. Tensch 4251 möchte wissen, ich lebe vegan, möchte aber trotzdem meine Kochskills weiter verbessern und zeigen, dass vegane Gerichte lecker sein können. Was sind Küchenbasics, die ich unbedingt oder trotzdem lernen sollte? Du solltest wissen, welche Gewürze miteinander funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst wissen, welche Gewürze, also welche Basis du verwenden musst, um halt ein Gericht vollmundig schmecken zu lassen. Das bedeutet, du musst verstehen, was Tomaten in dem Gericht machen. Du musst verstehen, was Pilze in dem Gericht machen. Du musst wissen, welche Gemüsesorten sind eher süß, welche sind eher neutral, also fleischig, und welche sind eher bitter. Mhm. Und wenn du das miteinander kombinierst, mit Hülsenfrüchten etc., also Kichererbsen, Linsen und so weiter, wirst du immer ein sehr, sehr wohlschmeckendes Gericht haben. Mhm. Immer. So, wenn du dann noch mit Säure in Form von Zitronen etc. arbeitest, dann wirst du immer gut dabei landen. Und spare nicht an Gewürzen. Ja. Ich meine nicht unbedingt Salz, ich meine wirklich Gewürze. Mhm. Und Kräuter halt auch. Ne? Kräuter auch, genau. Zweite Frage dazu. Was sind eurer Meinung nach Gerichte, mit denen ich auch die schwäbische Familie am Sonntagstisch überzeugen könnte? Vegetarisch? Vegan? Ja. Die schwäbische Familie. Ja. Die schwäbische Familie mit dem Schwallemagen und so, ja. Ja. Also, puh. Ich sag mal so, vegane Bratensoße haben wir mal gemacht. Ja, genau, die vegane Bratensoße. Damit kriegst du es auf jeden Fall. Ja. Damit kriegst du es auf jeden Fall. Und dann machst du dazu... da machst du Kartoffelklöße, die gibt's ja auch ohne Ei, kannst du das machen. Da gibt's ja so ein Eiweißpulver, vegan, glaube ich, kannst du dazu nehmen. Das ist sehr, sehr gut. Dann hast du Kartoffelklöße, hast die dunkle Soße. Dazu kannst du ein bisschen Rotkohl machen. Natürlich logischerweise auch vegan, ist klar. Ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal was. Das ist schon cool. Oder du machst halt Semmelknödel. Ja, das geht auch. Ohne Ei. Muss auch ein Ei-Substitut. Ja, ja, musst du nehmen, leider, ja. Sonst wird das nichts. Mhm. Oder du machst halt so einen Pressknödel daraus. Ja, machst so einen Pressknödel daraus. Oder was auch sehr, sehr gut geht, ist... was auch sehr, sehr lecker ist, also jetzt abgesehen davon, sind Bratlinge aus eingelegten Hülsenfrüchten. Also Mais, Kichererbsen, Bohnen und solche Sachen. Also gerade Mais und Kichererbsen gehen wunderbar. Pürieren, Maisstärke dazu, Gewürze dazu, Zwiebeln, Knoblauch, feel free. Alles, vorher wirklich alles rein, was geht. Und dann daraus dann halt schöne Reibeplätzchen backen. So, super, geht richtig gut. Ja, auch so ja. Hirseplätzchen oder so. Ja, genau, Quinoa, was weiß ich. Ja. Geht gut. Die nächste Frage kommt von Mario Vasiliadis. Magst du Griechenland? Was verbindest du mit griechischer Küche, abseits von den leider häufig lieblosen Grilltellern in Deutschland? Ich war noch nie in Griechenland. Ich auch nicht. Also ich war noch nie in Griechenland. Ich habe meine Berührungspunkte mit der griechischen Küche beschränken sich auf die Gerichte, die unsere Mitarbeiter für uns gemacht haben. Hm. Und nein, das sind nicht die üblichen, sage ich jetzt mal, ne? Sondern da sind Sachen dabei, die habe ich vorher noch nie so gegessen. Also die Maria hat da mal irgendwas mit Quitten gezaubert. Mhm. Das war zum Niederknien. Auch das Gebäck, was die gemacht hat, das war toll. Ja, oder auch aus der Where's the Flavor-Folge, dieses, ich habe den Namen vergessen. Ja, aber, das, ne? Das ist ja dein, das ist ja dein Ding, ne? Voll, ja. Ja, das Schwein im Pergamentpapier, genau. Ja, mit das den war Kartoffeln aus, und so, ja, das war lecker. Echt, ja. Das stimmt. Dazu ergänzend, warum kriegen wir in Deutschland nicht so geile Pommes in Restaurants wie beispielsweise in Holland, Belgien oder Großbritannien? Die Pommes sind die gleichen.
Das nur mal so am Rande. Ja, nur wie sie frittiert werden. Halt. Richtig, das Frittieren ist die eigentliche Kunst. Ja. Ja. Und welches Fett verwendet wird. Wir verwenden hier Pflanzenfett. Und das wird gerade in Belgien, England und Holland nicht genommen. Ja, das ist Rindertalg. Ja. Ja, das ist Rinderfett. So, dementsprechend sind die nicht vegetarisch. Oder Entenfett oder wie auch immer. Ne? Also das ist keine vegetarische Kost, ja. Ja, sondern das ist schwere Fleischküche. Ja. Deswegen, daran liegt das. Das hat nichts, also die Pommes sind, die Fritten sind immer gleich. Ja, klar, sicher. Aber das meine ich gerade damit. Die nutzen einfach andere Möglichkeiten oder andere Wege zum Frittieren. Halt, ne? Ja. Peter Hubertus fragt, bei der großen Zahl der angebotenen verschiedenen Speisen am Buffet und an anderer Stelle bleibt ja unweigerlich einiges übrig. Was passiert damit? Das Personal nimmt sich nochmal erstmal einen ganzen Schwung davon. Und das geht auch tatsächlich, das, was am nächsten Mittag noch geht, wird dann weiterverarbeitet fürs Personalessen. Mhm. Heißt also, wenn wir Salzkartoffeln haben, machen wir am nächsten Tag daraus Bratkartoffeln fürs Personal. Wenn wir Kartoffelpüree haben, was absolut in Ordnung ist, was also nicht am Gast jetzt gewesen ist, sondern was noch im Kühlhaus stand, was übrig geblieben ist, das geht auch zum Personal. Mhm. Also wir versorgen ja unsere Mitarbeiter dann damit. Also erstmal gehen die abends noch an das Buffet. Also alle Mitarbeiter, die an dem Abend da sind, dürfen sich gerne an dem Buffet bedienen, dürfen auch zweimal gehen, das ist völlig egal. Natürlich ist es schon so, dass wir auch einiges wegschmeißen müssen. Mhm. Klar, das ist einfach so. Ne? Also das gehört dazu, da muss man sich ehrlich machen. Du kannst nicht einen Salat, sag ich jetzt mal, der da 6 Stunden draußen gestanden hat, ja, den kannst du nicht nochmal nehmen. Nee, klar. Das geht nicht. So, und bei Desserten ist es ähnlich, ja, wo Ei drin verarbeitet wurde, was den Abend über am Buffet gestanden hat, was also, sag ich jetzt mal, nur zur Hälfte gegessen ist. An dem Abend kann sich da noch jeder dran bedienen, aber das, was übrig bleibt, muss ich entsorgen. Mhm. Das ist nicht, weil das nicht mehr geht, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ne? Also das bitte einmal ganz kurz verinnerlichen. Naja, ja, klar. Das hat nichts damit zu tun, dass das Lebensmittel schlecht ist, sondern es hat was damit zu tun, dass der Gesetzgeber das verlangt. Ja, und das hat was mit der Seucheneindämmung zu tun, ja, dass man da um Himmels Willen, wenn das dann zu lange draußen gestanden hat, dass sich dann also die Mikroorganismen vermehrt haben und eventuell eine höhere Keimbelastung ist und dass der ein oder andere Mensch nicht verträgt, ja, dass dann also, sage ich jetzt mal, keine Krankheiten entstehen. Das ist halt das eigentliche Ziel dahinter. Ja. Ja. Und dann kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, es wird ja nicht einfach in dem Sinne in Müll geschmissen, sondern es wird ja weiterverwertet durch eure Biotransanlage. Genau, aber auch da, das kommt nicht in die Tierfütterung, so wie das früher mal gewesen ist. Ne? Dass man, also wenn man Schweine auf dem Hof hatte, dass man das an die Schweine geben konnte. Nee, klar. Aber leider nicht, ne? Aber es ist jetzt nicht so, es wird verbrannt. Mhm. Ne? Also es kommt in die Verbrennung. Also daraus wird Energie gewonnen. Ja. Ja? Aber es ist halt nicht mehr für den ursprünglichen Einsatz. Genau, dafür ist es leider nicht mehr. Ja, okay. Mhm. Hier wegen euch fragt, kann man festmachen, woher der Trend kommt, beim Anrichten das Essen in der Mitte des Tellers zu stapeln? Ja, sieht aufgeräumt aus, ist beim Essen aber eher unpraktisch. Ja, das ist... Ist ja ein Trend einfach. Der Trend ist ja auch nicht permanent. Also es gibt Gerichte, die stapelst du einfach. Ja, einfach weil es nicht anders geht. Du kannst es natürlich auch separieren. Aber es geht ja auch darum, du gehst ja essen, um halt auch was Schönes auf dem Teller zu haben. Es geht ja nicht darum, einfach nur deinen Hunger zu stillen. Ja. Das kannst du auch zu Hause machen. Mhm. Ja, sondern hier geht es auch darum, dass das Essen, was dir gebracht wird, schön angerichtet ist. So, und ob das jetzt ein Türmchen ist oder ob das halt, sag ich jetzt mal, ich richte auch gerne flächendeckend an. Ne? Also ich fülle gerne den ganzen Teller aus, wie ein Picasso-Bild. Ja, das mache ich gerne. Also es gibt halt Köche, die richten so und es gibt Köche, die richten so. Wollte ich gerade sagen, ist auch immer so ein bisschen persönlicher ganz Stil. Ganz genau. Dann einfach, ne? Ja. Und es gibt halt Gerichte, die werden halt immer so angerichtet. Da kannst du halt einfach nichts gegen machen. Ja. Ja gut. Und vor allem, es ist ja auch jedem freigestellt, dass ich das dann auf dem Teller einfach auseinander ziehe. Ja, klar. Ne, also du musst ja nicht jetzt irgendwie den Turm zersäbeln. Ja gut, aber was willst du denn machen, wenn du jetzt, sag mal, du machst ein Steak Tartar. Das ist nun mal gestapelt. Ja, das ist klar, hoch. Ne? Also das ist einfach so. Oder eine Frikadelle mit Kartoffelpüree, wo die Frikadelle packst du oben aus Kartoffelpüree. Ja. Berliner Leberart, Berliner Leberart, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Berliner mit Leberwurstfüllung. Leber Berliner Art, da ist das Kartoffelpüree, dann kommt die Leber da so dran, dann kommen oben ein bisschen Zwiebelchen und Apfel und dunkle Soße und so.
also klar kann ich das anders anrichten, aber das musst du ja auch nicht schicker machen, als es eigentlich ist. Ne? Ja, richtig. Ja, Entschuldigung. Mach weiter. Alles gut. Noch eine Frage von hier wegen euch. Mühle statt Salzstreuer. Geben die feinen Splitter aus der Mühle nicht ein viel schöneres Geschmackserlebnis als diese Kügelchen, die einem beim Salzen runter vom Essen über den ganzen Teller kullern? Das ist jedem selbst überlassen, es ja. ist Salz. Abseits des Mainstream fragt, woher kommt eigentlich dieser seltsame Hype, dass Zwiebeln zum Beispiel in Klopsen oder Frikadellen vorher angeschwitzt sein sollten? Möchte ich Süße, nutze ich Zucker oder ähnliches. Möchte ich den Zwiebelgeschmack, gebe ich sie roh hinein. Ansonsten kann ich sie auch gleich rauslassen. Ja, kannst du so machen, aber dieser Trend ist ja gar nicht alt, also der gar nicht neu, der ist sehr alt. Also eigentlich ist das, die rohe Zwiebel zu verwenden, eigentlich die modernere Variante. Die Zwiebel zu garen vorher ist eigentlich die alte Art und Weise. So, weil es damals halt bekömmlicher war, ne? Und es ist auch heute noch so. Klar. Die Zwiebel ist einfach bekömmlicher. Das hat überhaupt nichts mit Trend zu tun, sondern es ist einfach nur so, dass es bekömmlicher ist. Ja. Fertig. Und wenn du gerne eine rohe Zwiebel haben möchtest, obwohl der Rest des Gerichts gegart ist, feel free. Richtig. Ja. So, am Endeffekt ist es eine Sache des Windes. Ja, sehr gut. Trollhorn möchte wissen. Ich war vor 2 Jahren in einem Steakhouse essen. Als wir etwa zur Hälfte fertig gegessen hatten, kam die Servicekraft und hat uns die Pfeffermühle vom Tisch genommen. Beim Bezahlen habe ich dann mal relativ uncharmant nach einer Begründung für diese Aktion gefragt. Antwort, wir haben nur diese eine. In einem Lokal mit geschätzten 17 Tischen. Frage, ist das übliche Praxis, auch bei euch? Nee. Also bei uns ist es nicht übliche Praxis. Es kann schon mal sein, dass, ja, ich kenne das aus anderen Restaurants auch, es gibt mehrere Pfeffermühlen, aber eine, die nur gut ist. Ja. Weißt du, ich meine so, ich brauche jetzt einen Wagen, einen Bollerwagen, mit dem ich irgendwas durch die Gegend fahre. Es stehen 10 Stück da, aber das ist der Beste. Mhm. Ich vermute, das war eher so das Ding dahinter. Und was man einfach nicht vergessen darf, diese Pfeffermühlen sind einfach schweineteuer. Mhm. Also gerade wenn es diese guten sind mit dem Peugeot-Mahlwerk, die kosten einfach ein Heidengeld. Mhm. Und das kann ich schon verstehen, dass je nachdem, wie groß das Restaurant ist, dass die eine Pfeffermühle oder 2 Pfeffermühlen vielleicht haben, pro Station eine. Und wenn das Gericht zur Hälfte aufgegessen ist, dann hast du halt, also ich meine, wie oft willst du nachwürzen? Mhm. Ich mache das maximal einmal und danach nicht mehr. Ja gut, stimmt, hast du recht. Ne? So, und wenn die Kellnerin gesehen hat, okay, du hast jetzt nachgewürzt und du hast das jetzt 5 Minuten nicht mehr angefasst oder 10 Minuten und sie braucht die gerade, dann kann man natürlich fragen, Entschuldigung, darf ich mir die mal einmal kurz nehmen, ich bringe sie Ihnen gleich wieder oder sind Sie damit fertig? Kommt halt immer darauf an, wie das so ankommt, ne? Ja, was man machen möchte. Aber ja, ich weiß, was er meint. Und nein, das ist keine gängige Praxis. Gerade in Steakhäusern sollte das nicht so sein. Ja, ist richtig, stimmt. Sebo2 schreibt, was ist JRE? Das musst du mal eben aussprechen, das kann ich nicht. Jeune Restaurateur. Ja. Und wie ist dieser mit anderen Guides vergleichbar? Ist genauso. Also ist genauso wie der Guy Michelin und so weiter. Da fällt mir gerade ein, das kannst du dich noch dran erinnern, als wir in dem Schweinebauch-Video über Escoffier gesprochen haben. Ja. Ich habe das angeblich falsch ausgesprochen, aber... Ja, stimmt, habe ich auch gesagt. Aber, ja. aber nein, habe ich nicht. Ja. Thema Pfeffer. Gibt es Gerichte, wo man in der Sorte einen Unterschied machen würde oder ist es am Ende des Tages einfach Pfeffer und persönlicher Geschmack? Bitte noch. Also gibt's. Ja, also ob es letztlich egal ist, welchen Pfeffer man nimmt oder ob es schon wichtig ist, bei bestimmten Gerichten spezielle Pfeffersorten zu verwenden. Ist also schon, ne? Gibt ja milderen, schärferen. Genau. Ne, also genau. Es gibt Bergpfeffer, es gibt den Pfeffer, es gibt den Pfeffer, die schmecken halt anders. Ne? Ja. Markus Blackstream nochmal. Hallo Stefan, ist es nicht unheimlich zeitaufwendig, so viele Kommentare unter den Videos zu beantworten? Wann und wo machst du das und kannst du dann trotzdem mal abschalten? Also ich beantworte nicht alle alleine. Manchmal nimmt der Stefan mir auch welche ab. Ja, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, du beantwortest die, wo es wirklich ums Kochen geht. Ja. Oder halt, ne, auch die auch an dich persönlich gerichtet sind. Genau. Und bei einem anderen versuche ich halt auch mal mit zu beantworten. Richtig. Genau. Also am Anfang war es so, da habe ich die meisten noch selber beantwortet. Aber heute ist es so, ich gucke halt alle 2 Stunden, 3 Stunden gucke ich mal rein, was dann auch ist. Fragen, die oder beziehungsweise Kommentare, die halt... Ja, wie soll ich sagen, die ich nicht beantworte, wo ich halt mir denke, okay,
es ist ein Lob, vielen Dank. Dann schreibe ich auch noch ganz oft vielen Dank rein. Meistens versuche ich es halt darauf zu beschränken, die Fachfragen zu beantworten. Also wenn jetzt da einer gerade sich das Video angeguckt hat und denkt, oh, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter, ich frage mal eben. Ja. Ne? Häufig ist es aber auch so, dass diese Frage schon oft gestellt wurde und doch oft beantwortet wurde. Und wenn das der Fall ist, dann beantworte ich die zum Beispiel auch nicht mehr. Also wenn jetzt zum, weiß ich nicht, zum 6. oder 26. Mal unter dem Dunkelgrundhose-Video steht und dann im Alten, ist die nicht gesalzen? Warum ist da kein Salz drin? Ja. Die ist schon 100 Mal beantwortet worden, die Frage, ne, und das in der Kommentar, dann beantworte ich die nicht mehr. Ne? Aber sonst, wo bin ich da? Wo hast du das Handy in der Hand? Ich? Ja. Ja, überall. Überall. Genau. Also ich beantworte Kommentare meistens abends dann oder nachts quasi und so. Das übernehme dann die Nachtschicht. Ja, ich bin das tagsüber, dann sitze ich hier am Rechner. Ja. Und wenn ich halt abends auf der Couch sitze und Kind und Frau schlafen und ich Langeweile habe, dann gucke ich nochmal rein und dann beantworte ich die eine oder andere Frage halt auch nochmal. Ja, das mache ich. Ja. Aber dann ist halt auch, dann ist auch Ruhe, dann ist Nachtschicht, beziehungsweise dann ist Nachtruhe. Und dann mache ich da auch jetzt nichts mehr. Ne? Also, ja, ja. Und wenn es mir jetzt auch zu viel werden würde, deswegen haben wir dem André ja zum Beispiel auch noch diese Rechte eingeräumt, dass er auch beantworten kann, dann würde ich auch zum Beispiel, würde ich halt auch sagen, okay, ich beantworte jetzt nicht, sondern mach du oder wie auch immer. Ja, genau. Ne? Aber man muss halt auch dazu sagen, wir kriegen halt gerade an Tagen, wo wir ein neues Video veröffentlichen, ja, mit diesem Video und unter allen anderen in Summe teilweise 300-400 Kommentare, ja, an einem Tag. Genau. Da geht auch mal was durch, ne? Müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Also ist das dann nicht in böser Absicht oder so, sondern einfach, weil es von der Menge her nicht mehr stemmbar ist für uns. Ne? Und ja, dann sitzt ja nur da dran. Ne? Genau, richtig. Also wir machen das so die ersten 3-4 Stunden. Dann bin ich halt auch permanent dabei und beantworte. Oder vergib die Herzchen halt. Das bedeutet halt auch, ich habe das gelesen, was da steht. Und bedanke mich auch. Ne? Genau, richtig. Und bedanke mich auch. Also ich lese jeden Kommentar. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Und ich freue mich auch über jeden Kommentar. Ja, klar. Ne? Also das nur mal so am Rande. Dazu gibt es noch eine Anschlussfrage von Rollis. Könnt ihr erklären, warum es mal 2 YouTube-Channel gab, den hier und den von Stefan Schnieder, mit gleichem oder ähnlichem Content, wobei letzterer wesentlich weniger Views hatte? Ja, das war also die YouTube-Geschichte. Ich bin als einzelne Person mit YouTube irgendwann mal gestartet. So, da habe ich meine Mountainbike-Touren gefilmt, ich habe den sag ich jetzt mal, die Reise nach zur Automesse und sowas, das habe ich halt online gestellt. So, und dann kam das ein oder andere Kochvideo dazu, das habe ich auch online gestellt, und wir haben damals abgesprochen, okay, wir laden beides gleichzeitig hoch und wir gucken, welcher besser performt. So, und dann hat sich herausgestellt, der vom Resort performt besser, und dann haben wir den anderen, der ist zwar noch präsent, da sind die ganzen alten Videos noch mit drin. Ich glaube, bis 10.000 Abonnenten, ne? Glaube ich, oder? Ehrlich gesagt, gar nicht mehr im Blick gehabt. Ja, ich glaube, wir haben das bis zum 10.000er Special oder was, haben wir den... Ach so, ja, genau. Haben wir den gelassen und danach sind wir halt umgeschwenkt und haben uns halt nur auf diesen einen konzentriert. Genau. Wir haben gesagt, wir behalten den noch, falls wir mal irgendwann so Sachen machen wollen wie, keine Ahnung, Livestreams oder Reactions. Richtig, oder genau. Also das, was eigentlich hiermit gar nichts zu tun hat, ne? Dann könnte man das noch machen. Dann würden wir hier eine Ankündigung machen und ihr müsstet dann rüber auf den anderen Kanal gehen. Genau, richtig. Ja. Dann noch eine Anschlussfrage dazu. Wie viel Zeit nimmt der YouTube-Kanal bei euch jeweils pro Woche in Anspruch, um die Videos vorzubereiten, aufzuzeichnen und gegebenenfalls zu schneiden? Es ist schon so, dass wenn wir jetzt einen Tag fest verankern und wir 3 Videos, sage ich jetzt mal, drehen, je nachdem, welche Länge die haben, dann brauchen wir den ganzen Tag. Also ich fange ein bisschen früher an als du. Ich bin dann zwischen 10 und 11 hier, baue alles auf, suche mir die Sachen zusammen. Dann bist du zwischen 11 und 12 hier, baust die Kamera auf und das ganze Licht, das dauert ja auch nochmal mindestens 45 Minuten. Dann drehen. Meistens ist das ein One-Take, also wir haben jetzt da nicht irgendwie das, oh, jetzt müssen wir mal absetzen, jetzt müssen wir dies noch machen, sondern das wird in einem durchgefilmt, da haben wir jetzt mittlerweile Erfahrung. Und dann... Ja, wir müssen ja bis 17 Uhr fertig sein, 17:30 Uhr so das äußerste Maximum, ne? Dann schon, wenn scharren die schon mit den Hufen, müssen ans Buffet. Verstehe ich auch alles gut. Na klar.
Und du musst ja noch abbauen, ne? Da ist ja dann auch immer dein Kameraequipment, was ja sehr wertvoll ist, ja. Das muss ja dann auch weg. Und wenn dann da einer mit, sag ich jetzt mal, einem Gastronombech gebratenem Hähnchen an dir vorbeitanzt, ja, und deine Kamera versaut, dann ist natürlich schlecht. Ist, ne? Schlecht, ja. Genau, und deswegen, also bis 18 Uhr, sagen wir 6-7 Stunden pro Tag, und wir drehen einen Tag in der Woche. Ja, pro Woche, nicht pro Tag. Ja, wir drehen 6-7 Stunden, einen Tag. Ja. Und also 6-7 Stunden pro Woche, und dann kommt noch deine Arbeit des Schneidens und des Hübschmachens dazu. Genau, richtig. Und das richtet sich natürlich auch je nach Video und Länge des Videos, Länge des Rezeptes, ne? Also, ja. Aber da kann man auch nochmal sagen, so pro Video zwischen 2 und manchmal aber auch 5 Stunden. Also gerade die Where's the Flavor Folgen, die sind natürlich sehr aufwendig, einfach. Ja, das stimmt. Auch vom Drehen her, ne? Ja. Das war so das Umfangreichste, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Und genau, so, das ist im Prinzip. Ja, und dann eben das, was wir gerade schon gesagt haben, das Beantworten der Kommentare muss da dann eigentlich auch noch dabei rechnen. Aber das kann man schlecht in Zeiten bemessen. Also doch, ich kann schon sagen, ich mache das pro Tag ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ja. Habe ich dafür. Ja, also okay. Wenn ich das alles aufaddiere, sind das 1 Stunde bis 1,5 Stunden, manchmal auch 2 Stunden. Ja, okay. Mhm. Dann noch eine dritte Frage von Rolli. Weil es kommen ja auch noch E-Mails, ne? Die empfängst du ja auch seit Jahren. Ja, stimmt, genau. Die kommen ja auch noch E-Mails. Mhm. Ne? Manchmal rufen auch ganz mutige an. Ja, echt? Ja. Okay. Und manche kommen sogar vorbei und schenken manche dir Bretter. Manche kommen vorbei, genau, richtig. Und schenken was? Schenken dir Bretter. Ja, das stimmt, ja. Die dritte Frage von Rollis. Habt ihr Tipps für Partyrezepte für 10+ Personen, wo man viel oder fast alles vorbereiten kann und während der Party nicht mehr viel machen muss? Zum Beispiel nur aufwärmen. Ja, Gulasch, Chili con Carne. Alle Topfgerichte. Alle Eintopfgerichte, alle Schmorgerichte. Ne? Das kannst du wunderbar machen. Ja. Ja. Oder halt ansonsten kaltes Buffet, ne? Frikadellen, Schnitzel, ein paar Salate dazu, Baguette. Genau, Käse, ja. Dips. Dylan Bossio möchte wissen, ich war letztens in einem etwas feineren Restaurant, wo ich Hummer-Raviolis gegessen habe. Auf der Karte stand mit echtem Hummerfleisch, in den Raviolis waren kleine Garnelen. Musste ich dann die 3 Raviolis für 40 Euro bezahlen oder sind das die Preise in Luxemburg? Ich bin selten in Luxemburg. Ich auch. Ich war da noch nie. Einmal war ich da. Erstmal, wenn Hummer draufsteht, muss auch Hummer drin sein. Richtig. Oh. Und Hummer schmeckt schon anders als eine Garnele. Hm. Ja, klar. Ja. So, wenn du bei der ersten Ravioli merkst, da ist kein Hummer, zurückgehen lassen. Hm. Eiskalt. Also gerade bei dem Preis. Ja. Ja, stimmt. Ja, und da geht's, also es geht noch nicht mal um den Preis, aber das ist ja Verarsche. Ja, ja, klar, genau. So, und verarschen lassen musst du dich nicht. Ne? Also wenn einer Rinderfilet schreibt, ja, und er serviert dir dann Schweinerückensteak oder Nacken, dann lässt es ja auch zurückgehen, ja. Also so, da wird ja, also das beleidigt ja die Intelligenz desjenigen. Mhm. Zurückgehen lassen. Ja. Sofort. Okay. Und sagen, Entschuldigung, das ist kein Hummer und so weiter. So, wenn dann der Koch rausgestampft kommt, ja. Und sagt, dann könnte man vielleicht nochmal drüber reden, dass man sagt, ja, okay, vielleicht ist es doch Hummer gewesen. Aber wenn du wirklich einwandfrei erkennen kannst, dass es kein Hummer war, dann lass es zurückgehen, ja? Also nicht verarschen lassen. Ja. Rind 718 fragt. Wie bitte? Rind? Ja, mit Doppel-N. Ah, okay. Warum hat Glutamat bei euch so einen negativen Touch? Habe ich schon mal gesagt. Für mich ist das ein Geschmacksverstärker, den die Welt nicht braucht. Weil er dazu führt, dass alles, was ich damit würze, einen Geschmack bekommt, der nicht der Natur entspricht. Mhm. Jetzt werden die Leute sagen, die MSG gut finden und die sollen es auch im Himmel zum Weitermachen. Es kommt ja in der Natur vor. Das ist richtig. Dann nehmt es auch weiter, aber nicht in extrahierter Pulverform. Mhm. Da kommt es nicht vor. So, ja. Das ist halt einfach der... Also ich persönlich, das ist mein persönliches Empfinden. Ich brauche das nicht. Mhm. Ja, also egal welches Gericht hier gekocht wird, das wird ohne Glutamat gekocht. Und ich habe noch nicht jemanden gehört, der gesagt hat, das schmeckt nicht. Und jetzt muss man fragen, wann ist es notwendig, einen Geschmacksverstärker zu verwenden, wenn ich doch ihn nicht brauche? Naja, richtig, klar. Ja, also klar, manche brauchen kein Salz, manche brauchen keinen Zucker. Und, ne, aber das ist ja gerade dieses MSG, das ist ja Salz auf Crack. Ja. Ja, ist so. Das ist, also du hebst ja wirklich alles einmal richtig an. Mhm. In der asiatischen Küche nicht wegzudenken.
Ja, also wenn ich jetzt irgendwo in Asien wäre, weiß ich, okay, das ist da mit drin. Ja. Wenn ich in ein China-Restaurant gehe, weiß ich, das ist da mit drin. Das ist okay. Ja, das ist auch für mich in Ordnung. Ja? Also ich verteufel das jetzt nicht, weil ich sage, ich will das nicht essen. Wenn ich darauf verzichten kann, verzichte ich drauf. Aber mir ist doch völlig bewusst, dass wenn ich ein industriell gefertigtes Produkt esse, und sei es eine Bratwurst, ja, die hochgradig verarbeitet wurde, da ist das auch ganz oft mit drin. Mhm. Nehme ich das in Kauf, ist okay. Ja, ja, aber wenn ich es weglassen kann, lasse ich es weg. Mhm. Ja, ich lasse auch Hefeextrakt weg. Also das auch, ne? Ich lasse auch Hefeextrakt weg, wenn ich es kann. Das ist hier auch, gibt's hier auch nicht. Ja. Lofwehr schreibt, ich habe manchmal das Problem, dass meine Bratensoßen eine sehr unappetitliche Farbe haben. Geschmacklich wirklich top, aber die Farbe ist zum Abgewöhnen. Was kann ich anders besser machen? Was ist denn farbig? Also wahrscheinlich dieses helle Braun, meint der, ne? Ja, das hat er so genau nicht bestehen. Ich vermute, er meint dieses Diarrhoe-Braun, ja? Das kann sein, ja. Ja, das ist natürlich dann nicht so schön. Das kannst du natürlich dann mit, kannst es verändern, dunkler Wein. Nochmal auf, also dunklen Wein rein, weiterkochen lassen. Du kannst mit Rübenkraut arbeiten, ein kleines bisschen. Und wenn alle Stricke reißen, wirklich, wenn alles nicht mehr geht und du sagst, Mensch, ich will das jetzt dunkel haben. Sofort. Zuckercouleur. Mhm. Hochgradig verpönt. Ja. Ne? Aber färbt. Färbt. Zuverlässig. Hundertprozentig. Ja. Macht alles schwarz. Sofort vorsichtig verwenden. Mhm. David am Zug fragt, warum ist es so wichtig, dass man beim Aufmontieren von Soßen kalte Butter verwendet? Wird die Butter nicht durch die heiße Soße ohnehin sofort flüssig und weiß? Ja, richtig, aber langsam. Es geht um die Geschwindigkeit, wie eine Emulsion entsteht. Die Emulsion entsteht nicht, indem ich das einfach, sonst könnte ich auch einfach Öl so reinkippen und es dann pürieren. Mhm. Das geht, aber es trennt sich nachher wieder. Die Emulsion ist beständiger, wenn es langsam passiert. Mhm. Deswegen macht man das. Okay. Mhm. Ne, also die kalte Butter geht rein. Die Temperatur des Gerichtes geht runter und wird langsam wieder erhitzt. Mhm. Und in dieser Erhitzungsphase wird die Butter flüssig und du löst da drin auf und dann hast du eine vernünftige Emulsion. Okay. Mhm. AMZZ schreibt, wie kann man neue Ideen bekommen? Ideen für Kreation, sei es in Vorspeisen, Hauptgang, Dessert. Gibt es da etwas, damit man besser kreativ wird? Ja, geh essen. Viel Übung, viel angucken. Essen gehen. Ja. In Restaurants, wo du halt sagen würdest, normalerweise gehe ich nicht rein. Geh rein, mhm. Mach das. Ja. Friederike schreibt, euer Anwesen, Grundstücke, Bauten, Installationen, die Tierhaltung, die Lebensmittel und die Personalkosten. Man kann sich in etwa eine Vorstellung davon machen, was das alles kostet. Aber die Detailchen, die vielen kleinen Küchengadgets, die Maschinen, die vieles erleichtern, die Tellerchen und Teller, das Besteck, die Gläser. Wie viel Geld müsst ihr für diesen Teil der Einrichtung in die Hand nehmen? Kann man das überhaupt so? Also ein Teller in der Gastronomie, also gerade wenn es ein echter Gastroteller ist. Ja, also ich rede jetzt nicht davon, die ganz normalen Dinger, sondern wirklich hochwertige, stabile Gastronomie-Teller. So, da kostet ein Teller, kriegst du nicht unter 28 Euro, mhm. wenn es ein schöner ist, der, sag ich jetzt mal, der aktuellen Linie gerade folgt. Ja. Da zahlst du für einen großen 32er Teller, zahlst du zwischen 23 und 28 Euro mhm. netto. Ja, krass. Das ist schon ein Stück. Ja, soll ich sagen. Wie viele Teller habt ihr ungefähr? Wir haben eine ganze Menge. Also, aber es gibt natürlich auch die Buffet-Teller, die sind kleiner, das ist Massenware. Die sind günstiger, da kostet der, weiß nicht, zwischen 3 und 6 Euro. Das ist auch ein echter Gastroteller. Aber das ist halt nun mal einfach ein Buffet-Teller, der ist anders. Ne? Mhm. Ein à la carte Teller ist teuer. Ja. Ja, sehr teuer. Ja, gut. Bernd Schwarz, Frage zur dunklen Grundsoße. Wie wählt ihr das Verhältnis Knochen zu Fleisch? Normalerweise ist es so, dass man bei der dunklen Grundsoße darauf achtet, dass man immer einen Teil Sehne, einen Teil Knochen, einen Teil Fleisch damit dabei hat. Also 1-1-1. Ja, und in den ganz alten Rezepten ist auch noch ein Schweineknochen mit drin oder ein Kalbsfuß oder was weiß ich was. Mhm. So, um halt einen Gelier-Effekt zu geben. Den braucht man heute nicht mehr so. Ja, weil wir ja heute in der Lage sind, Dinge abzubinden. Sei es mit Mehl, was immer zuverlässig da ist, sei es mit Stärke, die immer zuverlässig da ist. Deswegen würde ich immer dazu tendieren, je nachdem, was du möchtest, wenn du also mehr Süße in der Soße haben willst, dann nimmst du mehr Fleisch, wenn du halt mehr diesen Brühencharakter haben willst, ja, diesen starken Geschmack haben willst, starke Röstaromen, dann eher Knochen, mehr noch, ne, mit Fleischanteil.
ich würde eher immer dazu tendieren, 2:1, zwei Teile Knochen, ein Teil Fleisch. Mhm. Ja, das okay. wäre mein. E-Questor, Stefan, ich selbst finde dich sehr sympathisch und glaube auch, dass du ein guter und fairer Chef bist. Sehen das deine Mitarbeiter auch? Müsst ihr die Mitarbeiter fragen. Könnt ihr vielleicht mal ein Video machen, wie man richtig anrichtet? Können wir machen. Aber richtig und falsch gibt es da nicht, ne? Ja, es ist, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, Stil-Ding der genau. einzelnen Köche, ja. ne? Carbonara. Obwohl ich die Zutaten abwiege, nehmen die Nudeln manchmal beim Zumischen der Eier-Käse-Pfeffermischung kellenweise Nudelwasser auf und beim Essen ist es dann letztlich trotzdem noch zu klebrig. In anderen Fällen reichen 1 bis 2 Esslöffel Wasser. Was mache ich manchmal falsch? Nee, das liegt an den... Die Nudel ist in Anführungsstrichen ein natürliches Produkt. Ne? Es kann sein, dass die mehr Stärke ans Wasser abgegeben hat. Das ist ganz ehrlich... Es kann mal so sein. Es kann am Käse liegen, es kann an allen möglichen Sachen liegen. Ja. Also wenn es schlotzig auf den Teller bringt, sollte es zügig essen und dann ist gut. Ja, okay. Ja. Moja fragt, ist es für euch nicht schlimm oder traurig, an Feiertagen wie Weihnachten arbeiten zu müssen? Ich stelle mir das mental, gerade mit Kindern, sehr schwer vor. Nö. Weiß man ja vorher, ne, wenn genau. man sich darauf einlässt. Also ich finde das nicht, für mich ist das nicht schlimm. Ja. Überhaupt nicht. Sorefol schreibt, seine Frau sieht das Thema Zucker immer kritisch. Mhm. Sagt aber dazu, wir reden hier nicht von Kuchenbacken, aber wie viel Zucker ist okay, wenn man ein Essen zubereitet? Soll ich rauslassen? Nee, kannst du ruhig sagen, also können wir drin lassen, die Frage, aber Zucker ist Nahrung, ja? Also übertreib's nicht, das ist alles. Also wenn du dir eine Flasche Fanta oder Cola am Tag reinhaust, weißt du, ist zu viel. Ja. So, dafür brauchst du. Gericht lecker und fertig. Mhm. Der Modellbauer Kessler schreibt, in Dumm gefragt 3 habt ihr darüber gesprochen, dass man wildes Wild in Buttermilch eingelegt, dass wildes Wild in Buttermilch eingelegt werden soll. Ja. Zuchtwild aber nicht. Was ist an Wild und Zuchtwild anders? Das Futter. Das Futter, es kann sein, dass es brünftig gewesen ist. Dass, also ich sag mal so, also das Futter ist grundsätzlich erstmal anders. Ne? Mhm. Also, die Tiere, die draußen leben die ganze Zeit, die fressen natürlich alles, was da ist. Die haben einen anderen Geschmack, einen stärkeren Wildgeschmack. Und es ist auch häufig ein anderes Tier. Das eine ist Dammwild, das andere ist Rotwild. Das schmeckt schon mal ein bisschen anders. Deswegen in Buttermilch einlegen, dann geht dieser typische Wildgeschmack einfach ein bisschen weg. Mhm. Man hat den immer noch, aber der ist nicht mehr so dominant. Mhm. Okay. Ja. Nächste Frage. Geflügel auf einem Holzbrett schneiden, okay oder no-go? Okay. Thema Bratverlust. Wie viel Prozent Verlust ist normal bei Qualitäts- bzw. Discounterfleisch und müssen eingerechnet werden, damit die Leute auch ihre 250 Gramm bekommen? Musst du 250 Gramm immer haben? Oder? Das war die Frage. Das war die Frage, aber ich frag dich nach deiner Meinung. Musst du 250 Gramm haben oder reichen dir auch 230? Wir würden wahrscheinlich auch 230. Genau. Also man kann ungefähr mit 10% rechnen bei Qualitätsfleisch. Ne? Zwischen... Ja, 10% verlierst du, hast du an Bratverlust einfach. Das ist normal. Das liegt aber noch nicht mal unbedingt daran, dass es ein Premium-Produkt ist oder nicht, sondern es liegt einfach daran, dass das Braten, das Vernichten von Flüssigkeit im Gargut ist. Mhm. So. Ja, ja, klar. Das hast du auch bei Gemüse, wenn du das brätst, dann hast du auch einen Bratverlust. Ja. Der ist ganz normal. Der 10% würde ich einrechnen. Mhm. Ja. Okay. Falk Wiechmann. Bekommt man mit Zöliakie große Schwierigkeiten bei der Kochausbildung? Nein. Wenn du das weißt, kriegst du eigentlich keine Schwierigkeiten. Okay. Und weil er hat halt nochmal speziell wegen der Prüfungssituation gefragt, weil man da ja vielleicht dann Sachen verarbeiten muss, kriegt man da dann vielleicht einen Nachteilsausgleich, fragt er? Oder nein, kriegst du nicht. Okay. Kriegst du nicht. Hm? Du kriegst keinen Nachteilsausgleich, wenn du eine Zöliakie hast. Nein. Also wüsste ich nicht. Okay, alles klar. Habt ihr Köche mit Lebensmittelunverträglichkeiten bei euch im Betrieb? Wir hatten mal eine Fischallergie gehabt. Mhm, ich erinnere mich. Ja, aber sonst, nee. Mhm, okay. Räuber Hotzenplotz fragt. Geiler Name. Eigene Fleischbrühen sind super, doch zu Hause fallen nur überschaubare Mengen an, die im TK gesammelt werden. Kann man Reste von Rind, Huhn, Kalb und Lamm auch zusammenkippen und daraus eine hoffentlich leckere, gemischte Fleischbrühe ziehen? Rind, Huhn, Kalb, ja. Lamm, nein. Mhm, okay. Einfach zu intensiv. Zu intensiv, ne? Ja. Chef vom Boss schreibt, Unterschied zwischen Kochsahne 15% und Schlagsahne 30% in Gerichten wie Käse, Lauchsuppe. Bitte erklären. Ja, das ist relativ einfach erklärt.
Die Kochcreme wird cremig durch Bindemittel. Die echte Sahne wird cremig durch Fett. Okay. Mhm. Das ist erstmal der größte Unterschied. Und Cremigkeit gleich Viskosität, also länger auf der Zunge, gleich längeres Geschmackserlebnis und so weiter. Mhm. Beides hat einen Effekt. Also das Gebundene sowie das Fettige. Nur das Fettige schmilzt auf der Zunge. Mhm. Das Gebundene filmt auf der Zunge. Mhm. Also bleibt. Ja. Ja? So. Und das ist der größte Unterschied. Deswegen würde ich immer, wenn es um die, sag ich mal, auch um den Gesundheitsaspekt geht, würde ich eher zu dem Fettigen greifen als zu dem industriell Gebundenen. Ja, okay. Mhm. Casparinho hat gelesen, dass der Olivenölpreis nicht wieder sinken wird und fragt, ja, könnt ihr dem so zustimmen oder erwartet ihr, dass sich der Preis wieder etwas regulieren wird? Der wird sich regulieren. Ja? Mhm. Okay. Sascha, hallo, mal eine Frage. Wieso habt ihr keine eigenen Schweine mehr? Weil es einfach die Auflagen durch den Gesetzgeber einfach so hoch geworden sind, dass wir selber nicht gewährleisten können, dass wir alle erforderlichen Richtlinien einhalten können. Mhm. Ja, das okay. ist der einzige Hintergrund. Thomas Kruse hat eine Frage zum Pizzateig. Wenn ich ihn ausgeweitet habe, bekomme ich größere Schwierigkeiten, ihn nach dem Belegen unversehrt auf den Pizzastein zu bekommen. Mein Verdacht, ich nehme zu wenig Mehl. Das Richtig. Gleiche Problem habe ich aber auch, wenn ich die Pizza vom Stein entfernen will. Habt ihr hier Tipps? Ja, es gibt zwei Tipps. Das eine ist Semola zum Ausrollen nehmen. Mhm. Und wenn du das auf dem Stein hast, also so einen Pizzastein, sag ich jetzt mal, hast Salz drauf. Salz. Ne? Salz. Okay. Und dann kriegst du es auch wieder runter. Ja. Ne? Aber das Salz dann nachher unten vom Pizzaboden wieder lösen, sonst. Sonst wird es intensiv. Heart Attack. Dagmar Kratzsch fragt: Du verwendest beim Kochen natürlich Öl und Fett. Welches Öl? Das sagt der Battery Low. Ja. Ja. Dagmar Kratzsch: Du verwendest beim Kochen natürlich Öl und Fett. Welches Öl, welches Fett nimmst du jeweils? Und warum das eine und nicht das andere? Hatten wir schon mal beantwortet, die Frage. Ich verwende Olivenöl für mediterrane Gerichte. Ansonsten zum Braten verwende ich Rapsöl. Und wenn es Gerichte sind, die eine relativ niedrige Hitze brauchen, verwende ich Butter, ungeklärt. Oder auch gerne Butterschmalz zum Braten. Mhm. Roh Black W schreibt, welche Sorte Honig würden Sie zum Kochen empfehlen? Den günstigsten. Ja? Mhm. Okay. Also ganz normalen, Vielblütenhonig. Mhm. Ja, der gut fließbar ist, sonst, wenn er irgendwo in einem Gericht verschwindet, wenn du den oben drauf machst und den Honig pur schmeckst, dann natürlich hochwertigen. Mhm. Ich mag gerne Orangenblütenhonig. Orangenblüten, okay. Ja. Letzten beiden Fragen kommen von Marvin Hilbig. Erstens, welches Arbeitszeit- oder Dienstplansystem nutzt ihr? Zum Beispiel Gastromatik. Gastromatik benutzen wir. Ja, okay. Schnell beantwortet. Zweitens, dürfen die Gäste an euren Open Kitchen Tagen mitkochen oder helfen? Wir haben keinen Open Kitchen Tag. Vielleicht wurde das ein bisschen missinterpretiert wegen der Silvesterparty, ne? Könnte sein, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ach so, ja. Weil da war ja die Küche quasi open, wenn du so willst, ja, für stimmt, die Gäste. Aber, ja, aber es war kein Mithelfen vorgesehen, nein, ne? Hm? Nein, das war nicht vorgesehen. Genau. Sind wir durch? Vielen Dank, vielen Dank. Entschuldigung, dass das jetzt so laut gewesen ist jetzt noch zum Schluss, aber etwas länger wir sind gedauert. Jetzt schon im Abendgeschäft. Gerade schon gesagt, ne? Ja. Wie die Zeit vergeht. Wir müssen mal gucken, ob wir uns vielleicht nicht für dieses Format irgendwo mal eine ganz ruhige Ecke suchen. Das können wir gerne machen. Alles klar. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und, die hast du übrigens ausgesucht. Die habe ich ausgesucht. Wir wollten aber auch viel eher starten eigentlich. Das ist aber aus verschiedenen Gründen. Meine hinten. Schon. Nein, meine auch. Ich musste ja auch nochmal weg. HDMI-Kabel. Ja. Und genau, neue Fragen gerne hier drunter für die nächste Episode. Beantworten wir dann wieder so ungefähr einen Monat, anderthalb. Genau. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.